So, es ist gleich 11 am Donnerstagabend. Julia hat ihren Livestream beendet, das heißt, wir können mit unserem anfangen. Ist das nicht toll, wie wir inzwischen ein Netzwerk aufgebaut haben? Ein Netzwerk aus Julia und uns. Ja, ist das dann kein Netzwerk? Ist das ein Faden? Ich glaube, es ist erst noch ein Faden, aber Okay. möglicherweise kann man ja da noch mehr dran Ich würde gerne aufhängen. erstmal wissen, ob die Leute uns vernünftig verstehen oder ob wir immer noch so wie gestern einen seltsamen, dumpfen Ton machen. Das wäre sehr wichtig, denn das ist der Hauptgrund, warum ich dachte, wir streamen doch mal, um rauszufinden, wo das technische Problem gestern lag. Also, falls ihr uns wieder so schlecht hört wie gestern, sagt es bitte sofort, dann bauen wir wieder was um. Dann weint Nico, aber. Und ich hoffe, ihr seht auch was. Also, ihr solltet nur ein Spielbrett sehen. Es sind keine weiteren Kameras im Einsatz. Es klingt normal, angeblich. Viel besser als gestern. Gut. Das ist doch schön. Was machen wir heute Abend, Maike? Wir spielen eine neue Erweiterung für Star Wars Imperial Assault. Das Imperium greift an. Die neue Erweiterung ist im Herzen des Imperiums und das ist wieder eine von den größeren und die hat tatsächlich ziemlich viele neue Bodenplatten. Sie hat drei neue Helden. Aber es ist keine große Schachtel, ne? Das ist eine kleinere Schachtel als zum Je Beispiel bei Hoth. ja, deswegen war ich auch überrascht, wie viel drin ist tatsächlich. Aber es sind zum Beispiel sehr, sehr viele Randstücke und Endteile, um andere Arten von Biomen, möchte ich sagen, von Landschaften damit bestücken zu können. Das heißt, man kann wirklich neue Arten von Stationen und Gegenden bauen, weil fast alle von diesen Abenteuern hier drin, das heißt ja im Herzen des Imperiums, entweder auf Coruscant oder auf anderen sehr städtischen Planeten spielen, wie Taris, das tatsächlich ja auch schon ein Ort war, an dem wir sind. Nico und ich spielen uns mit zwei der neuen Helden und einem der neuen imperialen Sets, ganz vielen neuen Einheiten, durch die Kampagne, die dabei ist. Ja, es sind 16 Missionen, sagtest du ungefähr. 15, 16 Missionen, davon sind einige Ja. optional, je nachdem, wie man sich entscheidet. Ein paar sind Nebenmissionen. Acht spielt man auf jeden Fall. Wir haben jetzt Ja. acht auf jeden Fall. Acht muss man spielen. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf gespielt. Ist die fünfte, die wir gerade spielen, oder die sechste? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir spielen die fünfte. Okay. Und damit den dritten, ja, Story-Einsatz. Also es heißt der zweite Haupteinsatz. Das heißt aber, dass es die dritte Story-Mission ist, weil die Einführung natürlich auch schon eine Story-Mission ist. Ich habe das Zeug hier nicht eingetragen, weil das mir dann so Legacy ist, weil ich dann das nicht nochmal spielen kann mit einer anderen Gruppe. Deswegen muss ich mir alles auswendig merken. Das schaffst du. Oder manchmal fotografiere ich auch einfach meine Kombination aus Karten und dergleichen ab. Haben wir eigentlich gesteigert nach der letzten Mission? Gute Frage. Ich bin aber jetzt schon überfordert von meinen Also Karten. steigern wir besser nicht. Erstmal. Also wenn wir haben wir entweder beide nicht gesteigert, meinst du? Oder? Okay, es wäre ja Also ich fatal, wenn glaube, du wenn dann. gesteigert hättest und ich nicht. Ich habe mir nichts Weil Neues gekauft dann nach der fegst du letzten mich Mission, weg. glaube Okay, ich. ich glaube ich auch nicht. Der Punkt ist, ich Dann spiele. heben wir die EP auf. Okay. Der Punkt ist, ich spiele hier zwei Helden alleine und die haben jeweils, da wir eben nur zwei Helden haben, zwei Aktionen pro Runde. Das heißt, ich spiele hier die komplette Rebellenfraktion und beide Helden sind neu. Es gibt drei neue Charaktere in diesem Add-on. Wir haben natürlich gedacht, wir probieren die neuen auch direkt aus. Und ich muss sagen, die spielen sich beide nicht einfach. Wie man hier sieht, habe Wir ich jetzt haben schon sehr einen viele. Arsch voll Karten hier auslegen mit Talenten. Und da sind sehr viele Wenn-Dann-Faktoren drauf. Ne? Also der Charakter kann nur das und das machen, wenn der Charakter vorher das und das in der Situation gemacht hat. Das heißt, es kann sein, dass ich hier länger mal überlege und dass wir Fehler machen, denn es ist auch nicht alles so ganz eindeutig. Also wenn ihr merkt, dass wir irgendwas Ja. falsch machen, sagt gern Bescheid. Aber bisher lief es immer so, dass es sehr knapp ausging. Von Ja. daher glaube ich, dass wir es meistens richtig Ich habe liegen. ihn gewinnen lassen. Ich habe hier triumphal mich durch die Kampagne gewütet und es war immer spannend. Ja, ich sehe das. Ich spiele das Imperium, ich spiele alle Bösen. Bis wir eine App haben, die angekündigt ist und nicht kommt, die das Imperium übernimmt, wird es immer einen menschlichen Faktor brauchen, der die bösen Truppen in den Einsatz schickt. Das Wir bin warten ich. aber auf diese Ich App. sehe meine Rolle Und aber eher als ich spiele eine ja, Herausforderung du für bist dich eher und dann schauen so wir ein mal. Ich Rollenspielleiter behalte als mich, ein ja. Gegner. Das ist schon Wir richtig. müssen auch dazu sagen, dass wir Miniaturen benutzen, die nicht zum Spiel gehören. Also was zum Spiel gehört, sind zum Beispiel die beiden neuen Helden hier, die Stormtrooper, die natürlich schon lange dabei sind, dieser Offizier und dieser Klauditengestaltwandler und alles andere, was hier kreucht und fleucht. Heißen die nicht Changeling? Also hier heißen sie Okay. Klauditengestaltwandler. So.
Ja, sie sind Changelings. Je nachdem, mit welchem Übersetzungshandbuch du arbeitest, lässt du es entweder als Changeling oder du machst das jetzt Alles halt. klar. Ja, man sieht an den Stormtroopern, dass das Grundspiel von Steff bemalt wurde. Die neueren Sachen haben wir Sind noch nicht noch bemalt? nicht bemalt, weil sie neu sind. Und die ganzen NSCs, die hier stehen, sind ja im Spiel eigentlich nur Marker, die wir halt jetzt mit unserem Ja. Fundus ein bisschen aufgelevelt haben. Beziehungsweise für ihn hier gibt es eine Miniatur, Ja, das wäre dann aber aber ein da, die haben wir Zusatzpack. noch nicht gekauft. Ja. Und deswegen verwenden wir einfach eine ganz normale Star Wars Miniatur für Maul, der hier nicht seinen Darth-Titel aberkannt bekommen Ja, hat. wegen handwerklicher Fehler in seiner Darfarbeit. Ja. Wir sind, wie gesagt, schon ein bisschen fortgeschritten in der Geschichte von dieser Kampagne. Ganz kurz vielleicht zu Imperial Assault generell. Es ist, wie ihr vielleicht geahnt habt, anhand der Anzahl von Miniaturen und der Bodenpläne und dergleichen, ist es ein klassischer Dungeon Crawler im Grunde, aber mit einem sehr gut durchdachten System, das so ein klassisches, leicht zu lernen, schwer zu meistern ist. Weil wie Sichtlinien gezogen werden und so einfach eine sehr einfache, im Grunde eine sehr einfache Regel ist, aber du ziemlich viel damit rum hantieren kannst, um dir Vorteile rauszuholen, dass du aus Deckung schießen kannst, aber keiner dich erschießen kann und so etwas. Das heißt, je mehr man im Spiel drin ist, desto mehr Möglichkeiten findet man auch. Das heißt, neue Spieler könnten gegen ein erfahrenes Imperium echt drastisch verlieren und andersrum. Ja. Aber wir haben beide ungefähr denselben Erfahrungsschatz, deswegen sollte sich das Wobei ausgleichen. wir sicherlich wieder auf Dinge hingewiesen werden, die wir Wieder falsch vielleicht machen. tatsächlich oder angeblich falsch machen, weil ich glaube immer noch, egal wie gut ein Regelwerk geschrieben ist, es gibt immer Dinge, die jeder anders interpretiert. Ja, beziehungsweise man könnte das natürlich auch alles dann in FAQs nachgucken oder Diskussionen auf BoardGameGeek, wo es dann Stellungnahmen dazu gibt oder so etwas. Aber Ja, ich oder man bin einigt sich nicht mehr einfach auf dazu seine. gekommen heute. Ich hatte Ja. tatsächlich vor, ein paar Sachen Ist nochmal ja egal, wir anzuschreiben. haben für uns eine Lösung gefunden, mit der wir leben In der können. Regel, ja, wir Ja. schreien uns an, bis einer nachgibt. Genau, meistens ich. Und die wievielte Erweiterung ist das? Die 12. Das ist die fünfte. Die fünfte. Erst? Im September kam die vierte, also die fünfte große. Im September kam die vierte schon raus und im Oktober oder November kam dann direkt die hier nach. Also. Ja, wir hatten im Schatten der Zwillingssonnen, wir hatten Rückkehr nach Hoth, wir Ja. hatten Jabbas Palast, wir Bespin. hatten gefährliches Spiel auf Bespin, Bespin ja, und das hier. und dann jetzt im Herzen des Imperiums. Wobei ich sagen muss, das ist das erste Mal, dass ich jetzt ein bisschen Prequel-Vibes habe bei so einem Add-on. Weil da Weil sie Klonbieten jetzt, dabei weil sie sind. nach Coruscant gehen, weil da viele Assets drin sind, die nach Prequels aussehen. Die Gestaltwandler sind dabei. Ja, Bisher hatte ich das es Gefühl, ist sie auch nicht meiden ganz das. festgelegt, wann sozusagen das Ja, das ist spielt. alles ein bisschen Ne? schwammig. Ihr seid Rebellen, aber Und in welcher Phase sie haben genau? Dark Trooper mit reingepackt, die nicht Dark Trooper heißen. Nein, das sind Sicherheitsdruiden. Gut, wollen wir loslegen? Wir wollen loslegen. Deine aktuelle Mission heißt Störfaktoren. Ganz kurz, es gab sehr viele Verzweigungen tatsächlich. Das ist deutlich mehr als in anderen Kampagnen bisher. Und wir werden auch noch auf ein paar Neuerungen im Rahmen dieses Sets eingehen, die die Okay. Regeln erweitern. Aber erstmal dazu, dass es relativ viele Verzweigungen gab und du hast dich dafür entschieden, einen imperialen Offizier aufzuspüren zu versuchen. Ja. Du hast festgestellt, dass der sich mit Maul treffen Wollen wir wird. kurz sagen, was eigentlich mein Hauptziel ist? Ich meine, ich suche ja irgendwas auf Coruscant ursprünglich. Du suchst eine Kugel von Bardotta, du suchst ein Artefakt. Ein Artefakt, ein Jedi-Artefakt. Ja. Ein mächtiges. Ja, natürlich. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Maike hat übrigens eine imperiale Mütze auf, die ihr nicht sehen könnt, weil sie nicht im Bild ist, aber sie hat sich echt Mühe gegeben Aber sie hier. hilft mir irgendwie, mich in Ja. den Geist des Ganzen Ich hinein zu würde ja auch versetzen. meinen Poe Dameron-Helm aufsetzen, aber das ist ein bisschen Der ist schwierig hier dann. drüben. Ja, aber Ja. dann höre ich nichts mehr. Der Pomeron-Helm. Ihr folgt Zarins Shuttle zu einem entlegenen imperialen Planeten, auf dem schwere politische Unruhen herrschen. Abgefangene Funksprüche deuten darauf hin, dass Zarin ein Treffen mit dem ehemaligen Sith Maul arrangiert hat, um geheime Informationen an ihn zu verkaufen. Ihr seid euch sicher, dass diese Informationen etwas mit der Kugel von Bardotta zu tun haben. Zarin ist der imperiale ja, Kommandant, hinter dem ihr her seid, der Offizier. Ich wette, eins, zwei Leute werden im Chat jetzt aufschreien. Was, Sarin, der so wie in TIE Fighter damals, der Bösewicht, Wird anders wird geschrieben. anders geschrieben. Was weiß ich, möglicherweise ist er in einem der Romane, der neuen Romane, irgendwo aufgetaucht, die ich noch nicht gelesen habe. Das noch ist sehr in Klammern. Die wir nicht lesen werden. Vermutlich. Ja. Comics lese ich gerade wieder. Du hast gerade den zweiten Poe Dameron-Comic Ja, und gelesen. der ist nicht Okay. schlecht Okay. tatsächlich. Besser als der erste, finde ich. Einsatzbesprechung. Euer Ruf eilt euch voraus, Maul, sagt Zarin in der abgehörten Funknachricht. Wir können gerne verhandeln, aber zuerst müsst ihr eure Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen. Helft mir, diese Unruhen niederzuschlagen und wir kommen ins Geschäft.
Die beiden verabreden einen Treffpunkt, den ihr sogleich ansteuert. Dort findet gerade eine Massendemonstration statt. Das sind alles Das ist Demonstranten schon die hier. zweite Demonstration innerhalb dieser Kampagne übrigens. Echt? Ja. Zarin und seine Truppen treffen sich mit Maul und beginnen den Protest gewaltsam aufzulösen und auf die Demonstranten zu schießen. Ihr nutzt das Chaos, um euch den Zielpersonen zu nähern. Kreischend suchen die Demonstranten Schutz in Gassen und Kanalisationsschächten und rufen verzweifelt um Hilfe. Also, wie gesagt, das sind Demonstranten. Das ist eine Demo, in der ein imperialer Offizier und Darth Maul gegen die Demonstranten vorgehen. Ja. Okay. Helden, diese hier, können mit Demonstranten interagieren. Dafür musst du daneben stehen und eine Aktion ausgeben. Wenn du das machst, hast du eine Probe auf Wahrnehmung ablegen. Wenn du Erfolg hast, kriegst du zwei weitere Bewegungspunkte. Eine Figur kann einen Demonstranten angreifen, die haben 5 Gesundheit und keine Rüstung. Besiegte Demonstranten werden vom imperialen Spieler beansprucht. Sobald der Einsatz voranschreitet, erhöhe die Bedrohung um x, wobei x die Anzahl der vom imperialen Spieler beanspruchten Demonstranten ist. Siehst du, hier hat es tatsächlich eine Konsequenz, Ja. wie viele davon ich umbringe. Wir Welche hatten nochmal? schon. Ich habe gar nicht so gehört. Du wirst es rausfinden. Nein, ich habe gerade gelesen, was meine Charaktere können. Entschuldige. Je mehr Demonstranten ich töte, desto mehr Bedrohungen, also Ja. potenzielle Einheiten, bekomme ich für den zweiten Teil der Mission. Alles klar. Das ist also eine zweiteilige Mission, die wir zwischendurch umbauen müssen. Der imperiale Offizier Zarin erhält +3 Gesundheit, er ist also zäher, als eigentlich auf seiner Karte steht, weil ich einfach nur die normale imperiale Offizierskarte hier habe. Das ist Maul. Sobald Maul oder Zarin besiegt werden, werden die Figuren von ihnen beiseite gelegt. Die Einsatz geht in die nächste Phase, sobald zu Beginn der Statusphase sowohl Maul als auch Zarin besiegt wurden. Das klingt wie eine einfache Mission. Dann geht aber erst der zweite Teil der Mission Ja. los und du musst beide Teile Das war innerhalb ironisch von gemeint. 8 Runden Beide, schaffen. also insgesamt, nicht einzeln. Okay, das ist also die Mission, wo alles umschlägt und ich scheitern werde. Möglicherweise. Ja, bisher hat mich Magier immer gewinnen lassen, wie sie behauptet. Ich würde das ja auch sagen. Ja, gucken wir mal. Maul hat Maul ist ziemlich heftig, wenn ich das Das mal so vorsichtig überrascht sagen mich darf. nicht. Ja. Wir haben vorgestern ja noch mit dem Peter gespielt und da hatte ich Obi-Wan Kenobi dabei, aber der fehlt mir. Kann ich den dazu rufen? Nein, du hast ihn in dieser Kampagne nicht freigeschaltet. Nein, das wäre doch Rein theoretisch super. könntest du, aber dann Ja. kriege ich auch 10 Bedrohungen zum Start des Spiels. Aber. Aber du sagst nein, okay, dann nicht. Das macht die Sache nur zäher, wenn ich jetzt noch Obi-Wan Kenobi Ja. dazu hole. Gut, wir beginnen. Ich muss eben ganz kurz, ich wähle für. Das Imperium hat natürlich auch Fähigkeitenkarten, die es mit Erfahrungspunkten kauft. Und ich habe ein neues Deck ausprobiert, das heißt, die Macht der dunklen Seite, wo ganz viel übernatürlicher Krimskrams drin ist. Und ich kann zum Beispiel 2 meiner Figuren sogenannte Verbesserungsmarker geben. Das ist eine Neuerung mit dieser Box, die tatsächlich was beiträgt zu dem Spielbalancing insgesamt, weil es ein bisschen das Würfelglück oder Pech Das stimmt, ausbalanciert. ja. Weil man kann sozusagen auf Lager gelegt Erfolge speichern für verschiedene Situationen. Das sind Schadenserfolge im Grunde. Also wenn ich einen Angriff würfle und die kann ich jetzt am Anfang der Runde auf 2 meiner Einheiten verteilen. Der Claudit macht ganz gut Schaden, der imperiale Offizier hat andere Vorteile. Ich gebe 2 meiner Sturmtruppler jeweils einen Plus Schaden, weil das ganz normale Sturmtruppen sind und die sonst nichts reißen, wie wir das wissen. Gut. Dann geht's los. Okay, kurz zu den beiden Helden. Es sind, wie gesagt, 3 in der Box. Wir haben die beiden ausgewählt, die ich spannender finde, die aber auch schwieriger zu spielen sind. Zum einen haben wir eine Logistikoffizierin und wir haben einen Druidenexperten. Der Druidenexperte beschwört sozusagen am Anfang seiner Runde, wenn er möchte, immer noch einen Druiden, der inzwischen auch selber nochmal aufgelevelt wurde und auch ein bisschen was kann. Die Logistikoffizierin hat eine Fähigkeit, die ihr erlaubt, direkt zum Anfang einer Mission hier was vom Stapel zu ziehen. Deswegen habe ich jetzt Schmerzmittel gefunden. Das ist doch was. Medizin. Solange du verwundet bist, erhältst du +1 Geschwindigkeit, +1 Ausdauer. Wenn du unversehrt bist, darfst du diese Karte in der Aktivierung einem benachbarten Helden geben. Okay. Schön. Dann geht's los. Drogen. Ich Du starte platzierst sie auf diesen und Feldern. Ich sage direkt, ich habe immer noch, gib dich deine Angst hin, aktiv in meinem Bereich. Das heißt, die erste Figur, die du aktivierst, legt eine Probe auf Wahrnehmung ab. Und wenn sie dir nicht gelingt, ja, erleidest du Stress. Das heißt, wir fangen direkt mit der Wahrnehmungsprobe an. Und zwar fing er an. Und kriegt Stress. Kriegt Stress. Den habe ich ja, in meinem hast du sehr, Essen sehr, sehr stilistisch. Bereitgestellt. Ja. Stress? Tasse Stress? Ja, danke, nein. Nicht? Oh.
Gib mir doch direkt noch einen Stress, nochmal zwei, denn ich möchte meinen Druiden beschwören. Bitte schön. Für den Druiden haben wir auch einen neuen Marker. Kann ich den im Wasser beschwören? Klar, das ist nur schwieriges Gelände. Da kostet Ja. halt jeder Schritt zwei Bewegungspunkte statt einem. Ja Aber da gut, aber kannst du ganz normal ich muss ja drumherum laufen. irgendwo hin mit ihm, ne? Da Ja. sind ja Leute, mit denen ich was tun möchte. Das heißt, Jax fängt auch mal direkt an. Er ist aufgelevelt, das heißt, er hat Jax ist ein. ein Druide. Ja, das heißt, er hat vier Bewegungspunkte. Und das heißt, er kommt 1, 2, 3, 4 Felder weit, Ja. richtig? Das ist nicht so weit. Nein. Aber immerhin. Dann ist er dran. Möchte Jax nicht angreifen? Ach so, er stimmt, er erreicht den auch hier, ne? Ja, Ja. klar, er steht neben einem Sturmtruppler. Okay. Benachbart gilt auch Mal schräg. kurz durchgehen. Ja, er hat fünf Bewegungen, aber das bringt ja nichts mehr. Der letzte Ja, mit Punkt dem verfällt. letzten kommt er nicht mehr weiter. So, das heißt, Jax ist eben weiterhin aufgelevelt worden. Er hat Rüstungspunkten automatischen und sobald Jax einen Angriff deklariert, wird er fokussiert. Das Wir heißt, er lösen. kriegt automatisch einen grünen Ja, Würfel dazu. wir haben das zumindest so gelöst. Das heißt, fokussiert ist ein grüner Würfel dazu. Das Ja, heißt, du er könntest den greift. Fokussiertmarker auch behalten für einen anderen Ich Angriff, könnte aber ihn das mir macht keinen aufheben. Sinn, weil du ihn das nächste Mal, wenn du angreifst, Ja. wiederkriegst. Also. Das ist richtig. Außer wir sagen, das zählt als nächste Runde, dann würde ich einen Angriff verlieren, einen grünen Nein, Würfel sobald du den insgesamt. Angriff ansagst, wirst du Scheißegal. fokussiert. Ich Wenn du würfel, ich würfelst, greife kannst mal du den ihn dann Stormtrooper benutzen. an. So. Das sind 3 Schaden und ein Blitz. Moment, das. Was soll denn das? Und durchschlagen macht er auch, ne? Nein, der aufgelevelt ist, er hat auch mehr Gesundheit. Das heißt, er verliert das Durchschlagen automatisch, aber er kriegt automatisch noch einen Schaden dazu. Und der Blitz ist auch nochmal ein Schaden. Das heißt, das wären fünf. Vier. Vier, dieser Sturmtruppler ist sowas Dieser von Druide ist tot. ganz schön overpowered. Er kann übrigens auch mit Leuten Mittlerweile, interagieren ja. und hacken inzwischen. Das ist schön für ihn. Ja, Dann. dann kommt sein Chef dazu, Okay. Jared Kelvin. Und Herr Kelvin möchte mit dieser Person interagieren. Ist das. Das heißt, du gibst eine Aktion aus. Ja. Und dann muss ich eine Probe machen, Damit sagst hast du du? mit ihm interagiert. Ah, das reicht. Keine Probe. Ja. Okay. Der wird jetzt beansprucht. Gehört, kommt Das also ist jetzt in deinen mein Bereich. was Das ist das ist für dein ein. Was ist das Demonstrant. für eine Rasse? Ich weiß es gar nicht. Steht drunter. Ich habe nicht hingeguckt. Zeig mal. Es steht drunter, also. Ist das ein Kamasi? Ja, Ja. das ist ein Das Kamasi. ist auch ein Expanded Universe Ja, der ist aus den Wesen. X-Wing-Romanen. Okay. Das ist eine freundliche Und Diplomatenrasse. ich habe noch eine Aktion frei. Richtig? Er hat sich ja. Und du darfst jetzt eine Wahrnehmungsprobe würfeln und wenn du dabei Erfolg hast, kriegst du sogar noch zwei Bewegungspunkte zusätzlich. Yep, zwei Bewegungspunkte. Bedingung. Okay. Noch zwei Bewegungspunkte. Und zu Beginn der Statusphase wird auch kontrolliert, wer neben welchen Demonstranten steht und die werden dann auch jeweils zusortiert. Der Punkt ist, er hat schon sechs Bewegungen. Das heißt, ich habe jetzt acht. Ist das korrekt? Nur wenn du deine zweite Aktion als Bewegung nutzt. Ja, was ich ja tue. Okay, ich kann mich auch zu einem Gegner stressen und den aufs Maul hauen, richtig? Ja, oder du benutzt die 2 Bewegungspunkte, die du eh schon hast. Du kommst hier hin. Es ist nur beim Verlassen eines blauen Feldes 2 Bewegungspunkte. Also du kannst ins Wasser rein. Ach so, du meinst, die zwei Bewegungspunkte sind nicht Teil der Bewegung, sondern ich krieg die Die kriegst einfach. du einfach so, ja? Das trifft auch auf meine anderen zu. Hier steht zum Beispiel, ich bekomme einen Bewegungspunkt. Das heißt nicht, dass ich dafür die Aktion bewegen aufwenden muss, oder wie sieht's Nein, da? die Aktion bewegen gibt dir nur eine Handvoll Bewegungspunkte. Wann du die ausgibst und wie, ist egal. Okay, weil ich könnte, ich meine, wäre es nicht schlauer, diese Typen zu ignorieren und direkt zu den Leuten zu gehen, die ich retten möchte? Das musst du entscheiden. Ich bin hier nicht dein Taktikhelfer. Ich habe ja acht Bewegungen, ne? Hast du gesagt. Also 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7, Ich komme 8. zu dem Typen hin. 7, 8, du verlässt hier blau. Okay. Ist ja egal. Ich komme da genau hin mit dem Bonus, den du mir gerade gegeben hast. Das wäre dann nämlich seine Aktion gewesen. Okay, ich bin dran. Und da ich mit ihm nicht angegriffen habe, das ist noch ein Talent, das er hat. Baust du Stress ab oder was war das? Nee, du kriegst Falls du einen die Aktion Marker. aus, nee, falls du die Aktion Angriff nicht durchführst, erhältst du einen von diesen fantastischen Markern,
die mir nachher einen extra Schadenspunkt geben. Was aktiviere ich denn jetzt? Ich aktiviere vielleicht einfach mal Maul, weil er cool ist. Eins, zwei, drei, vier. Und ich entscheide mich dafür, dass er diese Runde mit seinem Angriff weitreichend und Rundschlag 2 hat. Okay, das heißt, er erwischt hier gleich mehrere von den Typen. Und er hat standardmäßig plus 1 Schaden. Und er kann für einen Blitz durchschlagen 3 aktivieren. Ja, wie viel Lebensenergie haben denn diese freundlichen Aliens hier? 5. Okay. Das sind 4 Schaden. Ja, der eine kriegt 4 und der andere kriegt 2. Den da rechts, er kann nur 2 treffen, ja? Nein, er hat weitreichend, das heißt, er kann die alle 3 treffen. Dann kriegt der 4, der kriegt 2 und der kriegt 2. Toll, dass ihr das erzählt habt, ne? Danke. Ja. Also der Agnor hat genauso viele Lebenspunkte wie der. Wer ist denn Teils? Teils, ja. Du hast darauf bestanden, dass wir Miniaturen verwenden. Schon okay. Normalerweise wären das alles Menschen. Es wären einfach Marker. Dumme, mit Marker hätte ich weniger Mitleid als mit Agnosbotanern und vieräugigen Teddybären. Und ich benutze dann den Blitz. Er kriegt noch 2 Bewegungspunkte und einen zusätzlichen schicken Marker hier. Der nutzt die 2 Bewegungspunkte, um dann noch hier hinzugehen. Du bist dran. Falls ihr noch keine Ahnung habt von der Imperial Sword, die Guten und die Bösen sind immer abwechselnd dran und die Guten fangen immer an. So, und dann muss ich jetzt meine, ich habe eben den falschen Marker umgedreht. Verwirrung, sieht man aber nicht mehr, habe angezoomt. Dann muss ich jetzt meine Logistikoffizierin benutzen, die es wahrscheinlich nicht schafft, irgendwen zu erreichen, oder? Ich erschöpfe eine Karte, die mir erlaubt, einen Bewegungspunkt zu bekommen. Und damit habe ich Geschwindigkeit 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Korrekt? Ja. Dann komme ich bis hier mit einer Aktion. Und dann interagiere ich mit dem Typen. Er gehört dir und ist sehr dankbar, denn ihm tut schon einiges weh. Dem tut schon einiges weh, ne? Der hat schon ein Lichtschwert irgendwo in den Arsch bekommen. In den pelzigen Popo. In den pelzigen Popo, schön. Gut, dann bin ich wieder dran. Warte, vielleicht kann ich noch was machen. Wie gesagt, ich habe so viele Karten hier liegen, dass es inzwischen schwierig ist. Ich habe was vergessen. Zu Beginn, zu Beginn meines des Einsatzes kriegt erstmal sowieso jeder. So viel darf man gar nicht haben. Nochmal 2 Marker von ihr, weil sie extra Ressourcen aufgetrieben hat. Okay? Wenn du das sagst. Glaubst du es mir? Ja. Und befreundete Figur betrifft nur die anderen Helden, nicht die NSC, die ich ja hätte, richtig? Schade. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Sag doch mal genau, was da steht. Ist nicht so wichtig. Also es kann durchaus sein, dass da es hier nur um Aktionen geht und diese Deppen hier keine Aktion ausführen können. Ich glaube, es muss zumindest eine Karte vorliegen. Aber Freunde Figur könnte halt eben auch Obi-Wan Kenobi sein, wenn er auf deiner Seite ist. Gut, dann war es das von ihr. Okay. Sie kann höchstens noch mal was aufbauen, aber sie hat schon ihr Maximum. Ich darf maximal 2 von diesen Verbesserungsmarken haben. Und die habe ich gerade nicht verbraucht, also macht es keinen Sinn, Stress auszugeben dafür. Ich aktiviere meine Sturmtruppen. Der schießt auf den hier und der bewegt sich 1, 2, 3, 4 und hat eine Sichtlinie auf den da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn treffe, ist nicht sehr gut. Ich würfle deswegen erstmal den Unwahrscheinlichen. Hier kriege ich noch einen zusätzlichen Schaden.
Ah, ich habe Zielsicherheit 6, dann so 3, Nein! 4, 5, 6 und ich habe 4 Schaden, 5 Schaden, der Agnot ist tot. Der Agnor ist tot. Ich mag die nicht. Aber Und der andere schießt auf den Botaner wahrscheinlich. den Den Botaner. nicht mehr Botaner. Das Das ist unbekannte Alien. dieses völlig unbekannte hundegesichtige Alien. Oh, wow. Und auch der ist Oh, tot. fuck. Okay. Damit bin ich dran, richtig? Da hast du ja schon gut aufgeräumt. Zack. Okay, ich interagiere mit dem Typen hier. Flup. Willst du eine Probe ablegen, um Bewegungspunkte zu kriegen? Ach, du hättest sie ja auch noch bewegen können mit der Probe. Richtig, dann mache ich das Entschuldigung. noch. Sie hat eine ziemlich hohe Chance, das zu schaffen. Wahrnehmung, ne? Hat sie Ja, dann hat sie geschafft. noch zwei Dann darf sie noch Bewegungspunkte zwei gekriegt. Felder gehen. Eins, zwei. Dann hätte ich keine Sichtlinie gehabt. Kannst du. Das ist Richtig. jetzt. Och, komm schon. Willst du das jetzt retconnen? Nein. Soll ich woanders hingehen, damit wir es nicht retconnen müssen? Aber warum sollte ich denn da hingehen? Okay. Weil hier der letzte noch Lebende ist. Wo kommen die zwei Bewegungspunkte her? Von der Probe, die du machen darfst, Die du sobald du mir interagierst. sagen Ja. musst als Ja. Spielleiter. Das heißt, du bist selber Ich schuld. habe dir das vorhin schon gesagt, du hättest Ach dir es so, merken können. ach ja, natürlich. Hier fängst du schon wieder an. Okay, na gut. Ich merke mir das, dass du mich hier gerade übervorteilt hast. So, dann mache ich mit ihm was noch? Die gleiche Probe? Denn die gleiche Probe, ob du zwei Bewegungspunkte kriegst. Du hast Hat er zwei geschafft? Bewegungspunkte gekriegt. Was machst du mit denen? Ja, Marie, erzähl mal was. Bitte, wir sind scheinbar wieder live. Ah, wir sind wieder live. Bitte. Ich weiß nicht, wie viel wir Ja, übersprungen Leute, haben wie lange jetzt. waren wir jetzt offline? Länger als 5 Minuten, glaube ich. Es hat sich ein bisschen was getan. Die meisten Demonstranten sind tot oder weg. Ja, frag doch mal die Leute, was sie zuletzt gesehen haben. Ja, was war das letzte Erlebnis, das ihr mitbekommen habt? Aber das musst nicht ich fragen, du hast auch ein Mikro anstecken. Du bist hier wichtiger als ich. Aber wenn du sagst, frag die Leute doch mal, ist egal. Ich frage dich, ob du sie fragst, weil ich hier gerade versuche, Dinge zu klären. Ja, aber es ist doppelt. Ich wiederhole dann ja nur, was du sagst. Momentan sagst du gar nichts. Ja, ich habe die Leute doch schon gefragt. Aber ich nehme an, dass sich das Spielbrett doch einiges verändert hat, seitdem Also wir ich es krieg zuletzt gesehen widersprüchliche haben. Aussagen. 10 Minuten oder 2 Minuten waren wir weg. Okay, es ist schon also ein Das ist ziemlicher ein Unterschied, Unterschied. ja? Also, dass es eine leichte Unschärfe gibt, wenn verschiedene Leute dieselbe Situation beobachten, ist ja normal, aber 2 bis 10 ist schon etwas drastisch. Sie einigen sich auf 3, 4 Minuten. Okay, es hat auf jeden Fall gereicht, um den Stream zu unterbrechen und eine neue Datei aufzumachen. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil wir dann 2 verschiedene Dateien ein haben. Stream haben, der in der Mitte abbricht. Okay, dann müssen wir nochmal rekonstruieren, was wir in den letzten 3, 4 Minuten gemacht haben. Ich habe. Und ich habe keine Ahnung, warum es abgebrochen hat. Nun, ich habe mit Maul 3, weil er Doppellichtschwerter hat, hat er große Reichweite, 3 Demonstranten verletzt und bin dann weitergezogen. Und danach haben Sturmtruppen 2 von denen ins Jenseits geschickt. Das sind die beiden Marker, die ich hier auf meiner Seite liegen habe. Du hast 3 retten können Die sehen wir mittlerweile. gerade nicht, die Marker. Ich ziehe mal wieder ein bisschen auf. Das sind tote Demonstranten, so sehen die aus in diesem Universum. Moment. Ja, danke. Und Nico hat 3 retten können. Allerdings bin ich jetzt gerade dabei, meinen Gestaltwandler zu aktivieren. Die kriegen jeweils eine Gestalt zugeteilt. Also kann ich mir raussuchen, welche sie haben sollen, sobald sie ins Spiel kommen. Und dieser hier ist ein Spähtruppler und damit ein besserer Fernkämpfer. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade deinen Droiden angreifen. Naja, wahrscheinlich war es eh nicht so spannend. Ich habe halt noch zwei Demonstranten gerettet und der Druide hat noch einen Stormtrooper platt gemacht. Und dann habe ich mich zu Darth Maul bewegt. Ja, greif meinen Druiden an. Tu ihm weh. Reichweite ist 6, das Das sind 3 reicht. Schaden. Er hat eine Rüstung, kommt 2 Schaden durch und er hat und er hat 6 Gesundheit. Also geht's ihm noch gut. 6 Gesundheit hat das Viech mittlerweile. Ja, weil ich ihn Alter aufgelevelt habe. Falter.
Okay, das war mein Claudidengestaltwandler. Hat sich Der bewegt, das Name habt ihr ist nicht mehr furchtbar. gesehen. Kannst du ihn einfach Changeling nennen? Das ist doch viel cooler. Echt? Findest du? Was ist denn ein Findest du bei Change? Ich was ist muss. ein Claudidengestaltwandler? Claudite ist ihre Spezies. Bei Changeling muss ich an ein Feenkind denken, weißt du? Ein Wechselbike. Ja. Bin Du ich bist dran? dran. Ich bin dran. Okay. Sie hat noch eine Aktivierung Sie hat noch übrig. eine Aktivierung. Sie muss es irgendwie schaffen, darüber zu kommen zu dem Typen. Eins, zwei, Drei, drei, vier. vier, fünf. Das schafft Ja. sie. Man kann durch Gegner durchlaufen, kostet Schnaps. nur doppelte Punktzahl. Und dann aktiviert sie ihn. Beziehungsweise sie benutzt ihn. Also sie nimmt ihn nach Hause mit. Ja. Also sie schickt ihn weg. Ja. Ich habe noch einen imperialen Offizier. Das ist schön für dich. Das ist immer noch die erste Runde, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Weiter kommt er nicht. Und dann nutzt er seine Sonderfähigkeit. Vollstreckungsbefehl. Ich wähle eine andere Figur innerhalb von 2 Metern, 2 Schritt Reichweite. Und die geht. Die kann entweder laufen oder schießen. Ich glaube, ich lass dann Changeling Ja, danke. nochmal schießen auf den Du hast Druiden. jetzt zwei gekillt und vier habe ich gerettet, ne? Ja. 1, 2, 3. Sie kriegt aber automatisch plus 2 Zielsicherheit. Deswegen habe ich 5 Zielsicherheit. Das reicht. Das sind 4 Abstand. Zielsicherheit sind die Zahlen, die ich hier erwürfle. Und die sagen an, auf welche Reichweite ich mein Ziel noch treffe. Das sind ein Schaden. Ja, ein Schaden und zwei Blitze. Möchtest du deine Verteidigung würfeln? Oder der hat gar keinen Würfel, ne? Der hat einfach nur Der Druide hat standardmäßig. keinen Würfel, der kriegt einfach was ab. Okay, das sind 2 Schaden und durchschlagen 2. Das heißt, einer seiner, also es greift nur eine seiner Rüstungspunkte. Wenn er 3 Rüstung hat? Alter Falter. Nein, hat er nicht. Also er hat nur einen Rüstungspunkt. Da verfällt ein zweiter Durchschlagen dann. Ja. Oder macht einen Schaden. Okay. Das heißt, ich krieg zwei Schaden. Ja. Er steht noch. Und das war der imperiale Offizier. Ende der ersten Runde. Es erscheinen Wunderbar. 3 weitere Demonstranten. Oh, haben die nichts gelernt? Ich meine, die müssen noch gesehen haben, was hier passiert ist. Hey, wir sind gegen Leute, die auf der Straße rumlaufen und mit Doppellichtschwert klingen Botaner und Agnots abmessern oder was? Ex-Botaner ist ja keine, das sind keine Ich Botaner. bin eigentlich nur hier, um die Feinstaubmessung durchzuführen. Oh. So Gerät in der Hand. Das ist ein Tricorder. Wer ist im falschen Universum? Ja, das ist im falschen Universum. Das ist sein Problem. Es ist aber schön, dass sie hier direkt neben mir auftauchen. Babam, babam, babam. Warte, am Anfang der Runde habe ich ja Bedrohung bekommen. Ich wähle eine Rebellenfigur, gebe 2 Bedrohungen dafür aus und lasse diese Rebellenfigur einen Angriff durchführen. Ich wähle sie und sie schießt auf diesen Demonstranten. Meint ich schieße auf den Demonstranten? Ich kann dich mit meiner Macht Der kontrollieren. Imperator sitzt irgendwo auf einem Balkon und sagt: Oh, willst du jetzt auf diesen Steht Typen? hier, ich kann 2 Bedrohungen ausgeben, was ich gerade getan habe, erschöpfe diese Karte Gib am Ende dich einer deinem Runde und wähle Pastillen! eine Er Rebellenfigur. trägt eine Führe mit der gewählten furchtbare Figur einen Weste. Du hast Angriff diese durch. Weste. Okay. Sie schießt auf ihn. Und sie Ich. benutzt einen dieser Marker. Oh, nee, komm. Doch, Nee. du kriegst sie eh Darf ich mir wieder. raussuchen, welche Waffe sie benutzt? Na, ich glaube, ich kann mir das alles raussuchen. Führe mit der Ja, gewählten okay, Figur dann einen mach halt. Angriff durch. Dann such dir eine Waffe raus. Empfehl mir eine. Also das tatooinische Jagdgewehr ist natürlich, macht natürlich ein bisschen mehr Schaden, aber weil er so weit weg ist, würde ich dir die Waffe empfehlen. Die hat plus zwei Zielsicherheit. Du stehst daneben. Nein, also ich könnte ja Ich verfehlen. glaube, ich nehme das tätowinische Jagdgewehr. Das finde ich unnötig brutal von dir. Zwei, drei, 4 Schaden. Er lebt noch. Das war eigentlich nur, um dich zu ärgern. Also der Typ kommt hier raus, beschwert sich über die Du Demonstration, schießt ihm kriegt ins von mir ins Gesicht. Gesicht geschossen. War da auch ein Blitz dabei? Hast du die Blitze alle benutzt? Ich habe die Blitze alle benutzt. Okay. Ich kriege. Das ist kein Blitz übrigens, sonst würde ich nämlich noch einen Nein, Bonus kriegen. kein Blitz Okay. mehr übrig. Wenn das so ist, bin ich jetzt dran? Die Frage ist, wer beansprucht den jetzt? Stehen jeweils eine Figur neben von uns neben ihm? Wie, wer beansprucht wen? Es wird zu Beginn jeder Statusphase wird für jeden Demonstranten überprüft, ob er von den Rebellen oder vom imperialen Spieler kontrolliert wird. Das hat damit Das zu tun, wer daneben steht. ist mir jetzt neu. Habe ich vorhin gesagt. Was bedeutet beansprucht? Erklär mir das nochmal. Ob er gerettet wird oder ob er stirbt. Aber er hat doch nur Lebenspunkte. Ja, es geht trotzdem.
darum, das zu klären. Aber ich glaube, wir sagen, Warum es ist ein sollte Unentschieden. er denn jetzt einfach sterben? Das ist einfach nur eine dumme Regelhandhabung. Okay. Also du kannst Leute einfach dir nehmen, weil Ja, du wenn man neben daneben ihnen steht. Aber wir stehst. stehen beide daneben, deswegen würde ich sagen, es ist unentschieden. Will ich aber mal auch sagen. Ja. Es beginnt eine neue Runde. Ich gebe wieder zwei Leuten einen Bonusmarker. Und zwar dem Clauditen und Maul, weil der nicht schon, weil der noch nicht genug Schaden macht. Bin ich jetzt vielleicht mal dran? Du bist dran, ja. Okay, dann fängt sie an, die neben dem Typen steht. Du musst würfeln, ob du Ja, nicht ich Stress weiß. kriegst. Ich würfel. Was war's? Wahrnehmung? Wahrnehmung. Okay. Ich bin gestresst. Plop. Das ändert aber nichts daran, dass ich diesen Typen jetzt sage, bitte geh nach Hause. Nachdem ich dir ins Gesicht geschossen habe, glaub mir und geh nach Hause. Dann stresse ich mich zu dem anderen Typen hin. Bip, bip. Wobei, das ist gar nicht nötig und ich habe ja einen Bewegungspunkt. Oh, du Punkt. kannst würfeln, ob du Bewegungspunkte Aha, bekommst. das ist ja wirklich hilfreich. Auch wieder Wahrnehmung, ich bekomme zwei Bewegungspunkte, dann gehe ich da hin und dann rede ich mit ihm. Sie haben gesehen, was ich mit dem anderen Typen gemacht habe. Gehen Sie mal besser nach Hause. So. Ich kann all das hier Dann gebe ich wieder. trotzdem noch einen Stress aus. Also ich lege mir einen Stress drauf, um mir einen weiteren Explosionsmarker zu kaufen. Und das war sie. Du bist dran. Ich würde eins, zwei, drei, vier. Maul haut diesen unschuldigen Zivilisten. Gegen was demonstrieren die? Gegen das Imperium. Und Gegen. ich wähle diesmal nicht weitreichenden Rundschlag, sondern fokussiert. Das heißt, ich kriege Na noch einen klar. weiteren Gegen Würfel. freien Lichtschwertverkauf Sie demonstrieren. demonstrieren gegen freien Lichtschwertverkauf an Ja. Sith. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil die. Nein, ich gebe ihm noch zwei Bewegungspunkte und einen weiteren Marker. Stattdessen. Aber der ist tot. Der ist tot, tot, tot. Und dann kriegt er noch zwei Bewegungspunkte und wieder einen weiteren solchen Marker. Zack. Das war Darth Maul. Nicht mehr Darth Maul. Das war nur noch mal, Das ja. war nur noch Maul. Gut, er ist dran. Ich muss Sarin Und und Maul Maul platt besiegen, machen. ja. Ja gut, er hat der Druide nichts mehr zu tun, würde ich sagen. Dann geht er wieder zurück. Eins, zwei. Und tut Sarin weh. Er versucht es zumindest. Und das klappt nicht so richtig. Das wären. Ich kann nicht mehr lesen, was auf seiner Karte steht, weil sie so voller Schaden ist. Das wären drei Schaden. Dann wären es immer noch Was wär's zwei damit? Schaden. Zwei Schaden. Zwei Schaden, ja, die nehmen wir dann. Ich könnte den Würfel nochmal würfeln, aber das ist schon ein relativ gutes Ergebnis. Und ich kann den Würfel nochmal würfeln, weil imperiale Offiziere die Fähigkeit haben, sich zu ducken, wenn sie neben einer befreundeten Figur stehen. Das heißt, mehr oder weniger, ich stelle mir vor, dass sie den anderen packen und vor sich schieben. Der hat, wie gesagt, plus drei Lebenspunkte, das heißt acht, jetzt noch sechs. Dann bin ich dran, richtig? Ich aktiviere den Nee, imperialen. ich bin dran. Ach stimmt, der Denn Druide hat zuerst er ist nur gehandelt, ja. Teil Aktivierung, ja. meiner Entschuldigung. Dingenskirchens. Ja. Puh. Und zwar geht er 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und nimmt sich diesen Herrn hier mit dem Lichtschwert vor. Und ich erschöpfe mein geladenes Heft und ich gebe einen extra Schadensbonus aus. Das geladene Heft erlaubt es mir, einen roten Würfel dazu zu packen. Außerdem, wenn eine befreundete Figur angreift, kann meine Unterstützerfigur innerhalb von drei Feldern ihre Zusatzausbildung erschöpfen, damit ich einen Würfel neu würfeln darf. Ja. Und das tue ich auch. So. Und damit bekommt der gute Mann vier Schaden und zwei Blitze. Und natürlich den erwähnten Extraschaden. Ja, verteidige dich erstmal, Darth Maul. Okay, das sind dann immer noch. Eins, zwei, drei und zwei Blitze. Ja, drei Schaden.
Moment, ein Blitz macht durchschlagen 2, das ist weg. Das Eins, heißt, zwei, ich drei, habe vier, immer fünf. noch 5 Schaden und bekomme noch einen Explosionsmarker zurück, den ich gerade ausgegeben habe. So. Fünf Schaden für Maul. Wie viel hat er denn insgesamt? Vier 12, also jetzt und noch sieben. ja. Bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran. Schön. Der imperiale Offizier schießt auf den Druiden. Drei Schaden für den Druiden. Dann ist der Druide. Oder? Warte, nein. Drei Schaden sagst du? Ja, dann ist er futsch. Piu! Tschüss. Ich rufe dich gleich wieder. Und dann befiehlt er dem Clauditen, sich zu bewegen. Eins, zwei, drei, vier. Ende für den imperialen Offizier. Gut, dann ist meine Offizierin dran. Die schießt natürlich jetzt auf Darth Maul. Sie benutzte für das gute alte tatooinische Jagdgewehr. Sie gibt einen extra Schadenspunkt aus. Das war scheiße. Die Reichweite reicht auf jeden Fall. Aha, das ist also komplett sinnfrei gewesen. Dann macht sie das nochmal. Ich gebe nochmal einen Schadenspunkt aus. Diesmal sind es vier Schaden, die sie machen würde. Dann kriegt er immerhin 3. Er hatte noch vier Lebenspunkte. Ich aktiviere den Gestaltwandler. Dann 2, 3, 4. Dann schieße auf ihn hier. Lege das beiseite, um das zu benutzen. Ich muss mich übrigens eben mit ihr näher an die Rand bewegen, weil er Marke ausgegeben hat. Okay. Das sind 5 Schaden auf 5 Schaden auf ihn durch Maul. Nein, durch sie. Durch sie, okay. Ja, Das sind er 5 Schaden. kriegt 5 Schaden. Die lege ich immer auf die Legendärkarten, damit ich das besser. Weil wir, da wir ja nur 2 Helden haben, sind die beide legendär und haben deswegen mehr Lebenspunkte. Du bist dran. Gut, er ist nochmal dran. Gibt zwar Stress aus, um seinen Druiden zu rufen. Der Was Druide, keine Aktion ist. was keine Aktion ist. Der Druide erscheint neben ihm. Der Druide greift Darth Maul an. Mit 4 Schaden, 5 Schaden, 3 Schaden. Er hatte noch einen Lebenspunkt. Darth Maul hat noch einen Lebenspunkt, weil mein Druide ihm was reingezimmert hat. Okay. Dann tue ich das Gleiche. Ich gebe wieder einen extra Punkt aus. Das hier liegt hier noch von eben, das kann weg, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe Darth Maul umgeworfen. Das ist natürlich nicht. Ein bisschen Entschuldigung, voreilig. ein bisschen voreilig gewesen. So. Den habe ich da gerade Den hast hingelegt. du So, gerade dahin. okay. Okay. Den anderen habe ich hingelegt. Na. Es sind so viele Marker an Würfeln und Karten. Okay. Das wäre durchschlagen 2, 3 Schaden und ich krieg den Marker wieder. Ja, ich kann gar nicht so gut würfeln, dass das. Ich habe Darth Maul weggeballert. Seine Figur wird beiseite Ja, gelegt, der kommt steht wieder, da. schon klar. Der kommt immer wieder. Ich habe noch den einen Sturmtruppler, den ich aktivieren kann. Der kommt näher ran. Ich glaube, der schießt auch wieder auf ihn hier. Ja, natürlich. Vier Schaden. Ja, 3 Schaden fress ich. Ah, warte, da ich mich eben nicht ausgeruht habe, regeneriere ich automatisch einen. Am Ende der Runde jetzt. Naja, nach der Aktion. Also ich hatte ja eben schon Schaden, den hätte ich abbauen können. Verstehst du? Okay. Ich habe wieder vergessen, ihn umzudrehen. Okay. Gut, neue Runde.
doch, meine Claudidin behält übernatürliche Vitalität. Jetzt muss ich nur noch den Gebe ich Sarienpfad ihr eine machen, andere dann ist die. Gestalt? Das könnte ich machen. Das ist korrekt, ich muss jetzt nur noch deinen Offizier töten, dann ist dieser Teil der Mission abgeschlossen. Ich lass sie weiterhin. Ja. Es beginnt Runde 3. Also was wir nachher machen müssen, ist, dass wir dieses Video und das andere Video von YouTube runterladen, die beiden jetzt zusammenschneiden, jetzt zwischen eine Tafel reinschneiden, wo drin steht, sorry, der Stream ist abgebrochen, wir sind doof, und es wieder hochladen. Richtig? Okay, wenn du Ja. das sagst. Ja, ist besser als ein Video zu haben, das mittendrin aufhört. Gut. Ich habe eine Menge an Punkten, die ich ausgeben könnte. Und einfach weil sie lustig sind, erscheinen dann jetzt Jet-Truppler. Die sind aus der Der. Ja. Jabba-Mission. Das ist ein Jabba-Add-on. Und auch nicht bemalt, weil es auch noch relativ neu ist. Eben schon beiseite gelegt, bin ich doof. Gib mir einfach mal die Tüte, dann will ich für dich. Und du suchst eine andere Tüte. Wir haben zu viele Tüten. Ah ja, das ist die Monster- und angeheuerte Truppentüte. Ja. Wie viel Zeit unseres Lebens wir damit verbringen, Brettspiele Spiele zu zu sortieren. sortieren. Oh Mann, ja. Wir sollten irgendjemand. Das wäre ein Patreon-Meilenstein. Wir heuern jemanden an, der unsere Brettspiele sortiert. Es geht ja jetzt darum, ihn hier zu beschützen. Deswegen erscheinen diese Jet-Truppen hier. Und das sind Elite-Jet-Truppen übrigens. Elite-Jet-Truppen. Ja. Schadensmarker, diese Runde gehen an sie und an Er ist schon ein bisschen verletzt, ne? Weil der ihn. Druide ein Ja, bisschen. ich darf euch beide jeweils Oh, schubsen schubst am uns Ende aber der wieder Runde. weg. Bis zu zwei Felder. Und. Ja. Und die erste Figur, die von dir aktiviert, muss halt diese Ja, Probe ablegen. dann. Oh, ich hab dich deinem Zaunhänden die ganze Zeit vergessen. Ja, man vergisst immer irgendwas. Aber dafür hast du ja auch mir eben meine Sichtlinie und so nicht. Ne? Dann. Okay, dann fängt sie wieder an. Das heißt, wieder eine Wahrnehmungsprobe von ihr. Diese besteht. Ich erschöpfe meine Zentimeter- und Zentimeter-Fähigkeit. Das heißt, wir bekommen beide einen Bewegungspunkt dazu. Damit hat sie 6, okay. Und dann geht es aber wieder in die Richtung, die sie muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sieht sie den Typen noch nicht. Wenn sie sich hierhin stressen würde, würde sie ihn da sehen. Okay, dann tut sie das. Sie gibt nochmal 2 Stresspunkte aus. Und kommt hier hin und dann ballert sie auf Sarin mit dem guten alten tatooinischen Jagdgewehr. Sie hat leider keinen Verstärkungsbonus, würde aber Nichts nichts ausrichten. ausrichten, denn er Das ist das pariert völlig. Negierungsverbot. Ja, Ja. okay, du bist dran. Er zeigt auf dich und wird nicht getroffen. Ich aktiviere meine Jet-Truppler. 1, 2, 3, 4. Damit ist er. Und 1, 2, 3. Damit sind sie beide in Reichweite 2 von dir und kriegen deswegen mehr Würfel in ihren Angriffspool. Der erste schießt auf sie. Ich muss verteidigen, ne? Ja, ich muss gerade was Dummes in den Chat schreiben. Ja, was denn? Ach, ich will nur Lebenszeichen abgeben. Okay, sie verteidigt mit 3. Die können hier übrigens drüber fliegen, ne? Ja, Sind schon Jet-Truppler, okay. deswegen müssen sie sich nicht langsamer Wie viel bewegen. Schaden kriege ich? Einen machen wir zu 2 Schaden. 1, 2, 3, 4. Ja, kommt nur einer durch. Den nehme ich. Danke. Dann schießt der zweite auf dich. Das sind 5. Kommt Also nur ein 3. durch. Was? Kommen 3 durch. Ja. Danke. Legst es auf das Falsche. Das gehört hier hin. Und Was dann das? kriegen sie wieder 2 Bewegungspunkte und sie nutzen sie, um Ah, die stellen hier sich hier in den hinzugehen. Weg von dem. Okay, das ist. Du weißt, dass sie das in Länge ziehen hier, ne? Wir wollen ja das Spiel zeigen. Ich finde das von ihnen. Also, sie denken nicht an unsere Zuschauer. Ich bin dran, korrekt? Okay. Du willst damit sagen, ich denke nicht an unsere Zuschauer. Ich wollte eine coole neue Truppe zeigen. Ja, die sind cool.
Er hat 5 Bewegungen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann tut er noch, versucht er noch den Schädling anzugreifen. Den Schädling. Den Schädling. Und Mann, der würfelt immer am besten. Zwei kommen durch, das heißt, es bleibt der Blitz und der Schaden. Das heißt wiederum 3 Schaden. Drei Schaden. Den einen macht er immer automatisch und den Blitz kann ich auch zum Schaden machen. Okay. Und dann ist er dran. Er hat 7 Bewegungspunkte, weil ich die Aktion von ihr ausgeführt habe. Du glaubst mir das einfach, ne? Ja, Okay, gut. Eins, ich hab's zwei, mitgekriegt. drei, vier, fünf. Aber er kommt nirgendwo sinnvoll hin damit. Naja, er kann Er sechs, kann sieben sich auch. gehen und sie auch nochmal angreifen. Er kann sich. Bitte? Er hat ja sieben, das heißt, er kann zumindest noch hier hingehen. Ja, da kann er hingehen, aber dann kann er sich nicht mehr stressen, weil er. Weil sein Weil Stress sein voll ist. Stresslevel voll ist. Dann kann er ja auch noch Dann die Gestaltwandlerin hauen. greife ich die Gestaltwandlerin an und gebe dafür wieder einen Marker aus. Und das ist Das ist nicht scheiße. gut. Du hast Marker ausgegeben, Aber deswegen darfst ich du habe nicht Marker angreifen. ausgegeben, deswegen darf ich das nochmal machen, wenn ich diese Karte von ihr erschöpfe. Da. Ich habe gesagt, es ist kompliziert. Also würfel ich das alles nochmal. Oder weil ich das einen Würfel. Einen Würfel darf ich nochmal würfeln. Toll. Das ist exakt das Gleiche. Aha. Das heißt, durchschlagen 2, ich kriege den Marker wieder. Einen Schaden kriegt sie. Durchschlagen 2. Ja, Sie hat und was 2. macht den Schaden? Und was macht den Schaden? Der Extrapunkt. Achso, der Ja, Extrapunkt, ja, den stimmt. kriege ich nur wieder, weil ich einen Blitz dafür Ja. ausgebe. Ja, ich weiß, es ist kompliziert. Aber das Spiel war mal simpel mit einem Wookie, der 4 Felder gehen kann, zuschlagen und stürmen. Aber dann sind Dinge passiert. Tja, ich aktiviere den imperialen Offizier und er gibt ihm den Befehl, nochmal auf sie zu schießen. Er ist immer noch so nah dran, dass er einen Würfel mehr kriegt. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Blitz. Verteidige dich. Der Blitz ist immerhin aufgehoben. Dann 5 Schaden. Den nehme ich mir hier. Ja. Hier. Noch was? Und dann geht er weg. Es ist Eins, wirklich eine zwei, drei, feige vier. Sau, der dieses Spiel in die Länge zieht. Ich mag ihn nicht. Okay, dann ist sie. Wie heißen sie? Zerianer? Zerianer, ja. Zerianerin wieder dran. Kennt man, wenn man nur die Filme geschaut hat, höchstens, weil einer der Jedi-Meister im Rat ein Zerianer Würde ich ist. von hier eine Sichtlinie haben? Auf ihn, ja. Ja, okay. Dann ruhe ich mich aus. Und dann stresst du dich dahin. Und dann stresse ich mich dahin. Es gibt keine Karten, die mir irgendwie mehr Ausdauer geben. Ich habe nur Gesundheit und Ein paar Geschwindigkeit. Charaktere Wieso? haben sehr hohe, teure Karten, die ihnen Ausdauer geben, Ja, glaube weil ich. das Bin mir ist. aber nicht Ausdauer ist sicher. halt schon mit das Wertvollste, was es gibt, ne? So. Also du musst schon 2 Schritte gehen, um sie Ja, zu schon bezahlen. klar. Ich gucke nur gerade, ob ich noch irgendwas habe, was mir einen Bewegungspunkt gibt anstatt Bewegung. Ja, wenn ich die hier erschöpfe, nochmal. Aber die ist schon erschöpft. Die ist schon erschöpft. Die hast du vorhin erschöpft, um euch Den, jeweils den, einen den, Bewegungspunkt zu geben. hat sie den noch genutzt? Okay, dann scheiße ich mich dahin. Ich dachte, ich hätte irgendwo noch einen Punkt bekommen. Alles klar. Ja, ich stelle sie dahin. Genau. Und dann schießt sie auf Sarin. Und hat leider keine Möglichkeit. Doch, natürlich hat sie die. Sie kann ja nochmal Stress ausgeben. Richtig? Ja. Um sich noch einen Verbesserungsmarker zu kaufen. Also sie macht einen extra Schaden. Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Reichweite passt. Okay, der eine Blitz ist auch noch ein Schaden, das heißt 4 Schaden würde er 4 kriegen. Schaden. Dann bleiben 2 Schaden übrig. 2 Schaden. Da bin Sie war ich. schon einmal dran in der Runde, ne? Das heißt, sie war jetzt zweimal dran. Ja. Ja, okay. Dann aktiviere ich den Changeling. Ja, die macht nichts Besonderes. Die schießt einmal auf ihn. Benutzt dabei diesen Marker hier. Marazo-Ausgeber sagt, die Zuschauer sind völlig wurscht, keiner denkt an sie zu Recht. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Ne? Die wollen unter sich sein im Chat. Ach so, sie wollen ihre Ruhe von Ja. uns. Na gut, dann nicht.
Fünf Schaden. Fünf Schaden auf wen? Auf ihn. Okay. Er versucht sich zu verteidigen. Er verteidigt sich. Zwei Schaden. Ziemlich gut. Gib mir Ich hätte sie auf diese Karte gelegt, Aha. ja? Also, ich habe ja noch eine Karte, die mir Gesundheit gibt. Hier, lege ich da drauf. So. Und dann geht sie noch. Eins, Ich habe so zwei, viele Karten, die mir extra Gesundheit geben, drei. dass ich völlig den Überblick verloren habe. Es sollte noch mal so extra Charakterbögen geben, die man ausfüllen kann, wo man die tatsächlichen Werte einträgt. Oder gibt es das? Ich Weil das glaube, ist Fan Design, ja. langsam wirklich auf Pen-Paper-Rollenspiel-Niveau. Ich habe drei verschiedene Karten, die mir Gesundheitsboni geben. Oder Geschwindigkeitsboni. Okay, ich bin dran, richtig? Ja. Gut. Er hat noch mal eine Aktivierung, also er und sein Druide. Ja, ein Mann und sein Druide. Eins, zwei, drei, vier, fünf, da kommt er hin, ne? Und dann greift er sie an. Wadenbeißer Druide. Wadenbeißer Druide. Und. Der ist der Beste, der Wadenbeißer. Das sind fünf Schaden. Vier Schaden. Sie lebt immer noch. Ja, weil sie diese Runde die plus drei Gesundheit-Karte Das wäre hat. aber schon cool, wenn er jetzt noch jemand gekillt hätte, oder? Sie hat noch einen Er Lebenspunkt. hat auch Darth Maul was Gutes beigegeben. Ah, sie hat noch einen Lebenspunkt. Okay. Dann, ich habe schon wieder. Wir haben schon wieder die Sache mit den Proben und Bewegungspunkten. Oder gilt das nicht mehr? Gilt das nur, solange die Demonstranten da sind? Du hast, wenn du mit den Demonstranten interagiert hast, hast du die Ah, Chance es war bekommen, nur bei den Bewegungspunkte. Demonstranten. Ja. Alles klar. Was? Was Was? macht er? Was? Ich denke nach. Ich muss. Ja. Sieh da hinten mit dem hohen Schädel. Ich ruhe mich aus. Ich lege den kompletten Stress ab, bis auf zwei Stress, denn ich gehe dahin. Jetzt hast du nur noch einen da liegen. Entschuldige. Und zwar, wenn ich sie jetzt angreife, während er neben ihr steht. Ja. Kriegst du noch unnötige Boni? Sie hat Ja, nur noch bekomme einen ich unnötig. Ja, ich Lebenspunkt. kann ja auch scheiße würfeln. Okay, ja, das stimmt. Also, wenn ich. Es ist jetzt eigentlich egal. Sie kann immer noch gut würfeln. Okay. Und zwar würde ich durchschlagen 2 machen und. Ja. Und 2 Schaden und einen dritten Ich Schaden kann durch nicht so ihn. gut Okay, würfeln. gut. Ich wollte sie nur weghaben. Das war die Runde von mir. Hat er irgendwas gemacht? Nein, er ist noch Er dran. ist noch dran, okay. Er läuft da noch einsam rum. Schießt auf ihn. Wen? Rache! Auf den, auf Rache Kelvin. für TK306. Wer ist TK306? Einer von den Sturmtruppen. Ja. Aber das war mein Druide, das war nicht ich. Okay. Ich habe nur den Zwei Blitzen gehört. Schaden. 2 Schaden. Gib ihn mir. Ja. Dankeschön. Da gehört er hin. So. Nächste Runde. Nächste Runde. Runde 4. Ich habe 8 Runden Zeit Ich könnte wieder insgesamt. was spawnen, aber ich bin so nett und mach's nicht, damit du Das mich ist wieder sehr dich nett von dir. aufregst. Ich reg mich doch nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Du bist dran. Wer startet als erstes? Ach ja, meine Schadensmarker diese Runde gehen an. Diese zwei schwebenden Herren. Sie startet. Oh ja, ich darf noch zwei Ach. stoßen. Du kriegst. Wie Ach ich. nee, da müsstest du im Nee, Ende ich mit muss eine Aktion machen. Ich interagieren, muss ja. jetzt. Sie startet, sie macht ihre Probe. Sie besteht ihre Probe. Sie kriegt keinen Stress. Ja, und dann geht sie in die Richtung. ich kann mich nicht so weit stressen, dass es was bringen würde. Aber doch, ich Nee. kann die Bewegungspunkte. Ich beginne die Bewegungspunkte. Bam. Für beide. Für beide. Dann stresse ich mich ein Feld. Und den Bewegungspunkt, dann Und bist du nutze wieder den Bewegungspunkt, hier. dann bin ich Du wieder hast hier. wieder Dann kann ich Sichtlinie. wieder auf ihn schießen. Ja.
Ich kann wieder keinen Versteckungsmarker ausgeben. Das Und sind er vier kriegt vier Schaden. Schaden. Und den kriegt er auch. Die kriegt er auch und er steht neben niemandem, der ihm einen Bonus geben könnte. Das heißt, ich habe ihn weggeballert. Oder steht er noch? Fünf, Oh, komm schon. sechs, sieben, acht. Doch, das reicht genau. Yay! Er wird vom Sarin! Spielfeld entfernt. Die Emotion schreitet voran. Die Mission schreitet voran. Okay. Das ist die erste Mission mit zwei Maps, die wir haben. Das ist ungewöhnlich. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie es gemacht haben, weil sie. Weil sie es können. Hat sie Ich eine glaube, Level bekommen? es gab schon mal welche, in irgendeiner anderen gab es das, aber wir haben die nie gespielt, Ah, okay. weil sich das anders verzweigt hat von der Story. Aber ja, das gibt's, hier gibt es das, glaube ich, irgendwie zweimal sogar. Also wir versuchen eine Menge neue Dinge mit dem. Ich sehe, dass die zweite Mission, die zweite Teilekarte noch ein bisschen größer ist als die erste Teilekarte. Schaffen wir, ist das noch sinnvoll, das zu spielen oder verschieben wir Keine die? Ahnung. Also wir haben noch 56 Leute, die uns zuschauen. Ja, dann können wir ja doch zumindest anfangen. Und jetzt kommt das, was du immer schon wolltest. Diese Karte wird nämlich nicht von Anfang an aufgedeckt, sondern du musst sie erkunden. Ich muss hier, das ist eine Erkundungskarte, Das okay. ist eine Das heißt, Erkundungskarte. okay, irgendwer ist geflohen und ich verfolge ihn, richtig? Alles klar. Ist das nicht spannend, Chat? Wir erkunden jetzt zusammen diese Karte auf Taris? Wo war's? Nee. Nein, irgendein Irgendein Planet. Planet. Auf irgendeinem Planeten. Verzweifelt springen die Zielpersonen vom Rand der Straßenplattform durch den Strom aus vorbeifliegenden Gleitern auf die tieferen Ebenen der Stadt. Ihr folgt ihnen und seht das Blutbad, das Maul auf seiner Flucht angerichtet hat. Fußgänger eilen panisch umher, Fahrzeuge sind umgestürzt und aus den Gebäuden wurden Betonbrocken und Stahlpfeiler herausgerissen. Inmitten der Verwüstung begebt ihr euch auf Spurensuche. So, jetzt muss ich einen Teil hier aufbauen, aber nur einen Teil. Da Ist kommen jetzt auch noch es noch die Schrottplatten gleiche drauf. Runde oder ist es automatisch eine neue Das Runde? ist immer noch dieselbe Runde Beginn von Runde tatsächlich. 5, richtig? Nee, immer noch Runde 4. Aber ich hatte. Nee, wir hatten eine neue Runde. Ich hatte gerade angefangen mit ihr. Ja, dann sind wir schon in Runde 5. Ja. Okay, schlecht für dich. Sagst du. Ich will ja hier nur. Aber ich hatte doch gerade gesagt, die Bedrohung steigt, ich könnte was Neues beschwören. Tue ich aber nicht. Also ich glaube, wir sind noch in Runde 4. Okay, wenn du meinst, wie du willst. Aber ich habe auf jeden Fall erst eine von den. Also sie war einmal dran Ja. und die andere war noch nicht dran. Wir werden das nachher nachprüfen und sehen, dass Du wir. platzierst deine Helden hier. Ja. Ist der Druide schon beschworen oder muss ich den wieder wegtun? Den darfst du haben. Okay. Dann tue ich ihn. Hast du noch einen Vermarkter? Jetzt kommen die noch nicht besiegten imperialen Figuren wieder. Das waren die Jet-Trooper. Und ein Und Sturmtruppler. ein alberner Sturmtruppler, ja. Ja, es kommt. Thomas Tim kommt gerade aus Star Wars und kann jetzt hier direkt weiter Star Wars gucken. Ist das nicht super? Schön. Ist vielleicht nicht ganz so hübsch wie im Kino. Und er leidet einen Schaden, weil er nicht beweglich ist. Das heißt, er ist runtergesprungen und hat sich seinen Knöchel angedatscht, während die einfach mit ihren Jetpacks Aber wir runterkamen. sind jetzt wirklich irgendwo runtergesprungen Ja. und der ist uns nachgesprungen und hat es Genau. direkt wehgetan. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter hier rüber. Und sobald du hier. Jetzt, weil ich am Rand der Karte bin, wird Sobald weiter du an der aufgedeckt, Karte ja? bist, wird aufgedeckt. Ja. Du zeigst auch diesen Rand der Karte, Hier das ist ein heißt. abgestürzter Gleiter. Das ist versperrtes Gelände. Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet hier. Warte. Ah nee, hier ist ein abgestürzter Gleiter. Das ist Okay. versperrtes Gelände. Möchten wir da irgendwas hinstellen, was wie ein abgestürzter Gleiter aussieht? Und es gibt Spuren, denen du folgen kannst, aber auf dem Startgebiet sind noch keine. Das werden dann Rebellenmarker sein, aber ich muss noch keine auslegen, weil noch keine da sind.
Okay, du musst 5 Spuren sammeln, um am Ende dorthin zu kommen, wo du rein musst. Hatte sie ihre Aktion beendet nach, mit dem Schuss? Ja, na, sie hatte sich. Ja. Ja, gut. Also hier geht es nicht weiter, ja? Doch, hier geht's weiter. Und Hier ist warum? ein Was ganz normaler soll der Durchgang. Gleiter dann? Das ist einfach nur, hier ist Schrott und hier ist ein Gleiter Dann ist abgestürzt. das vielleicht ein bisschen groß. Ja, Okay, möglicherweise. Entschuldigung. Aber schön. Ich aktiviere die Jet-Truppen. Beide schießen auf deinen Druideningenieur. Beide Okay. kriegen einen Würfel mehr in ihren Pool, weil sie nah dran sind. Das wären einmal 5 Schaden. Also Drei. 3. Danke, sehr gut. Der andere sind 3, 4, 5. Oh, er kriegt noch einen Schaden mehr. Die hatten beide den Marker diese Okay, Runde. Die habe ich nur vom ja, Spielfeld ich entfernt glaub's gehabt. dir. Und das sind 1, 2, 3, 4 mit dem Marker, 5, 6. Also nochmal Ja, 5. nochmal 5. Scheiße, das ist schmerzhaft. Ja. Und dann gleiten sie auch wieder Magie hat rückwärts. gewonnen, sobald meine beiden Charaktere verwundet sind. Das heißt, es ist schwieriger, mit weniger Helden natürlich in so einer kampflastigen Mission, wie es bisher nicht ist. Okay, jetzt bin ich dran. Gut, ich habe ja noch den extra Bewegungspunkt, das heißt, ich war wieder bei 7. Da es, denke ich, nicht darum geht, hier Leute Platz zu machen, renne ich einfach weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann wird aufgedeckt. Sekunde. Das Wichtige ist schon mal, das ist das nächste Feld und da ist auch eine Spur. Du kannst, wenn du daneben stehst, einen Bewegungspunkt ausgeben, um eine Spur zu beanspruchen. Hast noch einen Bewegungspunkt, ne? Genau. Und ich habe noch eine Aktion. Ich nehme an, mit dem letzten Bewegungspunkt willst du schon mal noch einen Schritt weit reingehen? Das ist das Schlauste, denke ich, ja. Ja, hier ist keine Einheit oder sonst irgendetwas. Was ein Bewegungspunkt Ein kostet es? Bewegungspunkt, ja. Das heißt, du Okay. könntest also 1, 2, 3 gehen, 4 ausgeben, 5, Ach, das ist 6 hinter dem weiter Blöden. aufdecken. Ja. Ja. Ich dachte kurz, ich könnte mich noch irgendwie heilen und dahin stressen, aber das Taxi ist im Weg. Somit, ja, eins, zwei, drei, vier, aufdecken. Na dir. Und dann? Was bringt mir die Spur? Wenn du 5 davon hast, kannst du am Ende eine Tür öffnen, die du wirst öffnen müssen. Okay, und ich muss weiter in die Richtung gehen. Also, ich habe noch 3 Punkte. Das war der vierte, ne? Ja. 5, 6. Wir decken weiter auf. Ich habe hier alles schon Die Karte vorbereitet. ist zu groß für unseren Tisch, richtig? Wahrscheinlich. Scheiße. Die Karte ist nur zu groß für unseren Tisch, weil du so viele Weil, ja, Rumpelkrams ich habe hast. Wasser, zu viel Gerümpel. Ja, im Endeffekt. Schwer zu sagen, wie viel man jetzt aufdeckt. Ich würde einfach an den noch ein kleines Stückchen dranhängen. Also die Leute im Chat zeigen schon Ermüdungserscheinungen, deswegen würde ich das versuchen, möglichst schnell durchzuarbeiten und ja, einfach weiter durchrennen. Ja, wie viele Bewegungspunkte? Ich habe noch einen übrig. Ja? Den gehe ich noch rein. Wohin? Dahin, dahin? Dahin. Dahin. Jetzt könnte ich mir sogar noch 2 Felder stressen, richtig? Wenn du möchtest. Ist das sinnvoll? Ja. Okay, da wir ja schnell machen wollen, Stresst dich stresse ich mich ein hier hin. Feld und baue mir weiter auf. Falsche Marker, aber ich finde gerade den anderen nicht. Wir können den hier nehmen. Okay. Und dann habe ich noch einen. Nein, es muss ein Bewegungspunkt sein, ne? Stress geht nicht.
Der Stress wird in Bewegungspunkt umgewandelt, glaube ich, in der Form. Also ich glaube, das geht. Ich kann aber Kannst auch du? einfach sagen, ich gehe noch ein Feld vor. Okay, Ist ja wie wurscht. du magst. So, dann habe ich noch einen Druiden. 1, 2, 3, 4, 5. Will Beziehungsweise, er denn nochmal kann laufen? der Druide auch Zweimal laufen? aufspalten? Er kann zweimal laufen? Okay, Ja. hast recht. 1, 2, 3, 4, 5. Bis dahin kommt er. Das waren dann diese Aktionen. Ja, Moment, ich kann hier eben noch. Es tut mir sehr leid, da war eine Verbindung. Ich habe das nicht gesehen. Ja gut, ich wäre eh da lang gelaufen. Wobei, nein, der Druide wäre da nicht lang gelaufen. Ja. Darf er denn da durchgehen? Das ist doch eine. Ja, aber hier kostet es halt 2 Punkte, da wo die blauen Marker sind. Okay, Hier kann er nicht und da kann er dann gehen nicht. wir mal auf Stab mit ihm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Geht das? Ach ja, wenn er zweimal läuft, klar. 5, 6, Ja. 7, 7, 8, 8, 9,9. 10. Oder so. Das ist natürlich jetzt, wenn man schnell Strecke machen will, ist es besser, wenn man weniger Helden hat, die dann dafür öfter dran sind. Weiterlaufen können. Ja. Okay, ich habe hier 3 Bedrohungen bekommen zwischendurch, weil. Ja, wollte gerade fragen, bringt es dir nichts, dass du hier die drei Leute Ich habe ermordet hast, 3 Leute kaltblütig? umgebracht. Okay, dann aktiviere ich meinen Einsturmtruppler. Ja. Immerhin habe ich ihn nicht weggenommen. Hätte ich ja machen können. Ja. Mit meinem Killer-Druiden. 1, 2, 3, 4. Piu, piu. Au. 4 Schaden. 3 Schaden. Oh, ich habe eben. Ich vergesse die ganze Zeit meinen Rüstungspunkt. Weißt du, wie oft ich das schon vergessen Dann habe? kriegst du jetzt gar keinen Schaden. Das ist, denke ich, fair. Ja. Ja. Das ist wieder so ein typischer Fall von. Zu viel Wenn man Kram. das jetzt in einen Film umsetzen würde, wäre er sehr, sehr enttäuscht. Ja. Aber ich bin doch schon von Anfang an dabei. Ich habe ja nichts gerissen. Ich hätte 4 Schaden gemacht. Das ist unfair. Ja. Gut. So ein Du bist einsamer dran. Stormtrooper ist schon. Okay, das heißt, sie ist wieder mal dran. Ja. Kannst Wie hier nicht durch, interpretierst du das eigentlich blockiert diese alles. Karte? Die geht nur einmal pro Runde, Ja, wenn ich ja. sie erschöpfe, aber sie. Das ist jetzt so ein Fall, die ist schlechter, die Karte, dadurch, dass wir nur zwei Helden Ja. haben. Das heißt, erschöpfe sie in der Aktivierung, ihr hattet je einen Bewegungspunkt. Das heißt, wenn wir vier Helden wären, würde ich 4 Bewegungspunkte bekommen. Bei zwei Helden ist es nur zwei. Ja. Okay, dann ist sie weg. Das heißt, die lasse ich 5 Felder bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, wenn dann. 5, 6. Ja, dann bleibt sie hier stehen und schießt auf ihn. Ich brauche 2 blaue Würfel. Das sind 3. drei Schaden. 3 Schaden, er ist Schaden. tot. Souverän. Ich kann nichts mehr aktivieren, du bist wieder dran. Ich gebe einen Bewegungspunkt aus und hole mir den. 1, 2, 3, 4. Ich hole mir den. Das geht doch, ne? Also dann bist du jetzt bei 6. Bin ich bei 1, 6. 2, 3, Ja. 4, 5, 6, genau. 7. Was ist das? Diese roten Marker heißen, ich muss da Kannst du außen nicht rum durch? gehen, Ja, ja. genau, das sind Wände. Okay. 8, 9, 10, 11. 11. Jetzt habe ich noch 3 Bewegungspunkte. Ja, und es wird ja hier auch angebaut, weil du wieder auf einem neuen Feld bist. Ich meine, er ist ein guter Spurenleser. So im Sammelt Vorbeirennen einfach sammelt er hier die alles ein, Spuren ja. auf. Das ist. Er hat einen sehr effektiven Scanner, würde ich Also sagen. tatsächlich ist diese Mission, glaube ich, wirklich für diese Helden geschrieben, die unglaublich schnell gemacht werden können durch die ganzen Boni, die sie bekommen haben. Die sind nicht schlagkräftig. Oder? Hast du das Gefühl? Nee, ja, gut, eher manchmal Der schon. Druide. Der Druide, ja.
Ja, wenn man es so vergleicht mit dem Wookie oder den anderen Nahkämpfern, die auf entsprechenden Erfahrungsstufen halt wirklich viel mehr Schaden machen können. Aber die Missionen, habe ich das Gefühl, sind auch nicht so kampflastig wie bei anderen Add-ons. Es geht hier wirklich mehr um Erkunden, um Nachforschen, um nicht wissen, du guckst ja ratlos, wo man Ja, mir die fehlt Karte findet, die ein. man sucht. Hier ist auch noch ein. Ich hab's. Okay. Oh, eine Sackgasse. Wieso Doch nicht. Sackgasse? Nee. Hier ist eine Tür. Das ist die Tür, von der wir gesprochen haben. Okay. Ich habe noch 3 Punkte, richtig? Du bist 12 gegangen, wenn du zweimal 7 Ich dachte, hast. ich bin 11 gegangen. Okay. Ja, da bist du. Stimmt, du bist Egal. 11 gegangen. Okay, gut. Ist okay. Du hast 7, auch ohne dass sie dir das gegeben hat? Bin jetzt unsicher. Plus ein Geschwindigkeit auf deinen Helden und auf Jax. Du hast einen Bewegungspunkt. Ja, ich denke, du hast recht. Sie hätte mir das geben müssen. Das heißt, ich habe nur noch 6 Bewegungspunkte. Das heißt, ich habe nur noch einen. Okay, dann gehe ich noch einen. Bilb. Und stress mich noch einen. Ende der Runde. Ich habe. Es beginnt Runde 5 und ich habe jetzt wirklich viele Punkte, um Einheiten zu rufen. Kurz habe ich meine Haare in die Kamera gehalten, es tut mir leid. Oh nein, wie furchtbar. Kannst du mir die Dark Trooper geben? Ungern, aber hier sind sie. Und am Ende der Runde schubse ich euch wieder. Das ist nicht nett. Und noch ein Sondendroide. Der scheint hier. Dann Schadensbonimarker. Ich gucke heute mal ein Ding hier. Ich hoffe, sie gut sind. So. Du bist dran. Dann schöpfe ich direkt wieder meinen Zentimeter und Zentimeter-Dings da. Das heißt, Sie kriegt muss einen ich wieder, Affen. ich muss keine Probe mehr machen oder sowas, das war nur eben. Doch, die Probe Ich musst du muss immer immer noch eine Probe machen. machen. Okay, Das dann ist, gibt dich senkt sie deiner wieder. Angst Ja, ich gebe mich hin. meine Angst hin und mache diese Probe. Und ich habe keine Angst. Aber Ja, sowas von nicht. schön. Gut, dann habe ich jetzt 6 Bewegungen. 1, 2, 3, Das ist 4. schon ein Hinweis, ne? Das ist ein Das ist Hinweis? ein Hinweis. Sie haben jetzt Und in die anderen das Marker da? ausgegangen auch. Ich habe auch 5. Ja, es gibt halt mehr, als du brauchst. Oh, das ist nett. Gut. 1, 2, 3. Hinweis. Jetzt hast du genug. Darf ich das austauschen, Ja, damit damit es ich nehme besser den, aussieht. damit es nicht so. Hier unten liegt der hier. Dann habe ich noch 2 Bewegungspunkte. Aber jetzt kann ich durch die Tür gehen, richtig? Oder Ja, wie ist es jetzt kannst du gemeint? durch die Tür gehen, jetzt geht Okay. sie auf. Dann geht sie wahrscheinlich lieber nicht da lang, wo die ganzen Idioten hier stehen, sondern geht wieder zurück. Ne? Ich habe 3 verbraucht. Ich habe noch Ja. 3. Du hast, Eins. ich glaube, du hast 4 verbraucht, weil du das Ding auch eingesammelt hast, oder? Nein, ich bin Du bist nicht zwei. ganz da hinten gestartet? Okay, ja, dann. Ich Ich weiß weiß nicht, nicht wo mehr du mich genau. hingeschoben hast, Ist ehrlich egal. gesagt. Ja, ist egal. Passt schon. 1, 2, 3. Das war sie. Das war doch nur eine Aktion, oder? Dann bist du Du jetzt hast nur. recht, das war nur eine Aktion. Ha, ich ruhe Ja. mich aus. Und beschwöre einen Schadenspunkt. Diesen Schadenspunkt. Also sie kann halt immer Stress ausgeben, um dafür diese Marker zu generieren. Das kann Schaden sein, Rüstung, diese Blitzsymbole, mit denen man halt Dinge machen kann. Und die können dann halt immer ausgegeben werden, um Würfe zu verbessern. Ja, es passt, so haben beide Sichtlinie. Beide schießen auf dich. Natürlich.
Die werden mich jetzt platt machen. Das sind fünf. Au! Ja, vier. Vier und, warte, Das reicht warte. schon. Ich drehe um. Vier, halte diese Karte geheim, spiele diesen beliebigen Einsatz aus, nachdem ein Druidefigur einen Angriff, falls das Ziel durch den Angriff Ich ein oder verstehe mehr kein Schaden Wort, ja? erlitten hat, erleidet es auch noch einen Stress, also Okay. noch einen Schaden mehr, weil du schon voll gestresst bist, wird betäubt und blutend. Okay, aber ich drehe jetzt um. Ja, dann bist du trotzdem betäubt und blutend. Und was ist mit dem Schaden? Der Stress bleibt auch, aber der Schaden, glaube ich, verfällt. Und Okay. dann lege ich diese Karte weg. Also, ich habe jetzt geschafft, einen von meinen Helden so weit runter zu prügeln, dass ich die Karte umdrehen muss. Das bedeutet, dass meine Werte schlechter sind, dass ich langsamer bin. Und ich blute und bin gestresst. Und weil es keinen Sinn macht, was anderes zu machen, schießt der zweite auch noch auf dich. Wir haben wieder die Rüstung vergessen, aber ich glaube, es wäre egal gewesen. Ja. Das sind vier und ein Blitz. Ich mache mit dem Blitz durchschlagen zwei. Das heißt, du hast nur noch zwei Rüstungen, dann sind es zwei Schaden. Ich muss ihn jetzt nochmal runterhauen. Ja, das legen wir Obwohl, aber nein, du trotzdem. fängst wieder hier Ja, an, ne? genau. Genau. Du musst mich nochmal runterhauen? Nein. Nein, muss ich nicht, aber ich wollte nur erklären, dass du bist nicht tot, sondern du Ja. hast jetzt nur einmal deine Lebenspunkte verloren. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, sozusagen. Aber wenn du jetzt sie auch noch so weit bringst, dann Dass man ist sie vorbei für umdreht, mich. genau, Ja. dann ist es durch Allerdings ist und er jetzt auch gerade vorbei. dran und das heißt, Ja. er geht lieber weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tür Richtig? geht auf. Automatisch, sobald du daneben stehst. Jetzt, wo ihr die Ich bin jetzt Hinweise langsam. Ich habe habt. jetzt Geschwindigkeit nur noch drei, ne? Also er hat jetzt maximal noch sechs Geschwindigkeitspunkte, falls sie, was sie hier getan hat, irre. Nee, das erreicht ihn gar nicht. Er hat fünf. Das heißt, Was jetzt? er darf sich nicht weiter bewegen. Also. Okay. Und ich muss mal mir ein bisschen Nachwuchs Sekunde. ziehen. Hä? Sekunde. Wie bitte? Sekunde. Sekunde. Okay. Braucht einen noch einen Teil zum Aufbauen. Damit haben wir die ganze Mission Ist aufgedeckt. ja ein Ding. Krass, ne? Ja. Zieh sie nicht so weit zu dir. Das heißt, wir haben es gleich geschafft, richtig? Oder ich habe gleich verloren, je Hier nachdem. sind Elite-imperiale Da drüben Ordnungssoldaten. wäre auch eine Tür gewesen. Okay. Das sind die Leute, die mir wirklich aufs Maul geben können. Und das ist ein Terminal. Ich habe noch eine Aktion von Druiden, ne? Nicht vergessen. Ja, ich muss nur erst fertig aufbauen hier. Ja. Und alles in Ordnung. Wenn keine von denen mehr in diesem Raum sind, kann eine Rebellenfigur mit diesem Terminal interagieren, um das Versteck zu sabotieren und zu gewinnen. Ich kriege ja noch für betäubt und bluten kriege ich noch Dinge, oder? Ich darf nur eine Aktion mit ihm ausführen, richtig? Dann. Und Nee, ich kriege einen wenn die Schaden. nicht ist, das Bluten abzulegen, kriegst du einen Schaden, ja. Ja, ich kriege einen Schaden und das betäubt kommt aber auch weg. Okay, aber er darf da nichts mehr machen. So, was war nochmal mein Job? Wenn diese hier nicht mehr in diesem Raum sind, weil sie Ja. tot sind oder sie rausgelaufen sind, dann kann eine Rebellenfigur mit diesem Terminal interagieren, keine Probe oder so, nur interagieren, eine Aktion ausgeben, um erfolgreich das Ganze zu abschließen, weil du dann rausfindest, wo Maul und Dingens hingeflogen sind. Ich muss also echt diese beiden Typen platt machen. Gut. Dann ist mein Druide dran. Ja. Boop, boop, boop. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ist doof wahrscheinlich, die kommen eh zu mir, ne? Das weißt du nicht. Ich gehe dahin. Bist bereit, damit zu interagieren. Okay. Das war der Druide. Du bist dran. Ich aktiviere meinen Suchdruiden und er schießt auf sie. Logge, okay. Aua. Ich verwandle den einen Blitz in Durchschlagen 2, Wie also viel 4 Schaden ist jetzt? Schaden. Vier Schaden. Alter. Warte mal, wo war das?
Lasst mich das doch machen. Stimmt doch so, oder? Ja, aber. Was ist das? Nein? Eins, zwei, drei, vier. Okay. Der fliegt, deswegen kann er da drüben. Ja, bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Ich heile mich. Ein Stress kommt weg. Und dann Drei kommen Schaden. drei Schaden weg. Ich kann mich nur einmal heilen, ne? Oh. Oh, ich habe auch Doch, du kannst dich zweimal ich hab heilen. auch völlig vergessen, dass er heilt, wenn er nicht heilt. Also, dass er. Die war erschöpft, hat mir gesagt. Ja. Nee, dann komme ich lieber zu dir. Ich darf mich fünf bewegen. Eins, Zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf. fünf. Da stehe ich scheiße. Aber was soll's? Dann gebe ich noch, hole ich mir noch einen Verbesserungsmarker, einen zweiten. Und sie, ich darf nichts mehr machen. Ich aktiviere die imperialen Ordnungssoldaten. 1, Ja. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bitch, Hätte ich bitch, auch bitch, rauslocken bitch, können bitch. einfach? Also wenn ich jetzt einfach gehen würde, würden sie mir folgen oder würdest du sagen, nein, die Ich KI. könnte, je nachdem, Ja. wie ich spielen würde. Wenn ich ein Ja. Arschloch wäre, würden sie einfach nicht rausgehen aus dem Raum, weil Ja. das die Siegbedingung ist. Aber wenn ich eher nach Story spielen würde, dann würden sie sich dadurch rauslocken lassen. Okay. Während der Druide den eigentlichen Job erledigt. Ja, das Das fände wäre ich wie eine schöne das. Story. Und dann wären wir auch gleich fertig und wir wollen ja ins Bett. Ja. Wir? Ich dachte, wir haben. Der Chat möchte ins Bett. Also dieses Schwarmwesen, das uns zuschaut, der Chat, ja, schrumpft natürlich zusammen, wird müde. Da sind vier Schaden von dem ersten. Aua. Zwei Schaden. Ein Schaden, weil ich habe noch Rüstung. Den immer vergessen, den Rüstungspunkt. Und drei und ein Blitz vom zweiten. Zwei verteidigt. Ja, dann mache ich mit dem einen Blitz plus zwei Schaden. Also sind Das das ist. fünf minus zwei sind drei Schaden. Wie oft haben wir diese Rüstung vergessen bei mir? Weiß ich nicht. Oft. Ist nicht meine Schuld. Nein, ist es nicht, aber es ist halt wirklich unglaublich viel, was man im Kopf behalten muss hier. Das waren die imperialen Ordnungssoldaten. Gut. Sie sind dran. Ich muss das Bluten ablegen, also ausruhen, richtig? Ja, einfach eine Aktion dafür aufwenden, das Also damit abzulegen. ruhe ich mich nicht aus Nein. automatisch. Okay, schade. Und dann gehe ich weg. Viel schlauer ist, aber ich nehme meinen Stress weg und gehe zwei Felder weg. Und stress mich hierhin. Okay. Das war er und dann ist der Druide dran, aber was soll er schon tun? Außer, wenn er jetzt die da angreifen würde, würde er sie ja nur wieder in den Raum reinlocken, richtig? Ja, Denn wir haben festgelegt, korrekt. dass ihre KI so funktioniert, deswegen geht er einfach. Er kann keine Kisten aufmachen. Sollte eigentlich, ja. Für zwei Aktionen kann er sich ein Feld bewegen und damit ein Objekt interagieren. Das kann er machen. Also er geht hier hin und interagiert mit der Kiste. Ich Kiste! habe eine Kiste, das heißt, ich kriege. Kriege ich jetzt automatisch schon was? Ein Blendlicht, ja. Ich kriege Und ein am Ende der Blendlicht. Mission mehr Geld. Er hat jetzt ein Blendlicht. Ich hab ein Blendlicht, ich hab ein Blendlicht. Sie kann übrigens gleich das Schmerzmittel an ihn weiterreichen. Aber sie muss dafür neben ihm stehen. Benachbarter Held nehme ich an. Dann kann er sich wieder vernünftig bewegen. Okay. War das eine Aktivierung? Das war seine Runde, ja. Und er hat ein Blendlicht. Dann aktiviere ich die Wächterdruiden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hallo. Hallo. Und jetzt? Obwohl, der geht nicht dahin, das waren drei, sondern hierhin vier und schießt auf sie. Ja, das ist Aber der sinnvoller. schießt auf dich ganz Also normal. mag Das ich sind Ziel, das ist vier jetzt einfach mal Schaden. vier Schaden. Mag ich Ziel, muss ich jetzt sein, meine vier Schaden. Drei Schaden, du hast Rüstung. Richtig, danke. Meine Offizierin Platz zu machen, dann hat sie gewonnen. Und der andere schießt auf die Offizierin. Reichweite passt gerade ebenso. Ja, Zwei. kein, nur ein Blitz negiert.
Ja, dann sind es drei Schaden, die durchkommen. Aber das heißt, sie hat noch 11 Lebenspunkte. Und danach, wenn Maggie mir 11 Schaden zufügt, hat sie gewonnen. Und sie hat, glaube ich, noch Einheiten. Ich habe noch die Jet-Truppen, ja. Ja. Du bist dran. Ah, du kannst, hast Nee, keine ich habe Aktivierungen nichts mehr. mehr. Du bist dran. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Beide schießen auf sie. Und sie kriegen einen blauen Würfel mehr, weil sie so nah dran sind. Das sind einmal sechs Schaden. Okay. Das ist das beste Ergebnis, das man da würfeln kann. Ja, da kommen 4 durch. Ich hätte alles in Rüstung stecken sollen, was ich mit dir erspielt habe. Und der zweite. Der hier. Das sind drei und ein Blitz. Ein Blitz. Mit dem Blitz macht er plus zwei Schaden, also kommen zwei durch. Bam. Ende der Runde. Noch 5 Lebenspunkte, dann ist sie weg. Ich Und du hab's nicht schubst sie weg. Und dahin. sie schubst sie an diese hervorragende Position und ihn schubst du auch näher ran. Okay. Ja, das macht es mir natürlich jetzt nicht einfacher, denn die werden mir jetzt nicht nachkommen, weil du mich wieder hingeschoben hast. Das heißt, ich muss mit ihm anfangen, und damit sie eine Chance haben, da rauszukommen. Dann ist der Druide aber auch schon dran und verschwendet wieder seine Aktion. Kann man nichts machen. Okay, er fängt an. Ich denke, das Schlauste ist, erstmal draufzuhauen Und dann und wegzulaufen. dann wegzulaufen. Dann würde Dann ich das weiß vielleicht er nämlich. interpretieren, als sie werden dir hinterherlaufen. Ja, also ich gebe einen Marker aus. Aber nur weil ich echt nett bin. Du bist wirklich echt nett. Ist das scheiße? Das ist die Gott, das beschissenste. ist das Das ist das schlimmste beschissenste Ergebnis, Ergebnis, das das man ich haben würfeln kann. kann. Warte mal, ich habe einen Marker ausgegeben. Darf einen Würfel nochmal würfeln? Musst du dafür nicht näher dran sein? Nee, die ist unabhängig Die ist von unabhängig von Reichweite, Reichweite? ja. Okay. Befreundete Figur, völlig egal. Und dann, weißt du was, kann ich mein geladenes Heft noch Ja, darfst du. erschöpfen? Ich schöpfe das geladene Heft. Erschöpfend. Dann nehme ich den hier stattdessen. Und dann sind es jetzt 3 und ein Blitz, das heißt Vier und ein 4 Blitz. und durchschlagen 2. Das heißt, vier Schaden Ja. für imperialen Ordnungssoldaten. Den oder den? Den Bene bei dir steht. Hey! Den könnte ich jetzt platt machen, wenn ich das normal mache. Ja, möglicherweise. Er hat 7 Lebenspunkte. Ich mache das nochmal. Ich gebe nochmal einen Marker aus. Das ist jetzt total blöd, ich kann einfach weggehen. Das sind Fünf 5. Schadenspunkte. Das Fünf sind 5 Schadenspunkte. Schadenspunkte. Er ist tot. Siehst du, so verdienst du dir den So. Sieg tatsächlich ehrlich, ohne Ja, dass du und dich darauf jetzt verlassen musst, dass ich ihn gebe nett ich nochmal bin. 2 Stress aus und schleppe mich noch 2 Felder weg. Und dann aktiviert der Druide und macht was? Nichts, was soll er machen? Man könnte versuchen, ihm auch zu schaden. Denn Ja, aber dann locke ich ihn doch nur wieder in den Raum. Wir haben doch gesagt, dass. Ach, du möchtest, dass der Druide das tut, ja? Nein, ich weißt du, du verlässt dich darauf, dass ich tatsächlich so nett bin, ihn herauszubewegen. Okay, gut. Weißt du was, der Druide? Ja, aber er muss dann schon seine ganzen Punkte ausgeben. Okay, also er macht das. Und dann tut er ihm weh. Wissen ja alle, dass er der wahre Held ist. Und Das sind zwar sind 5 Schaden. das 5 Schaden. Das 5 sind Schaden. 5 Schaden. Der hat nur noch 2 Lebenspunkte. Ja, der Druide kann sich jetzt noch einfältig wieder hinbewegen. So. Und das war meine erste Aktion dieser Runde. Du bist dran. Dem, ja. Natürlich, jetzt kommt er wieder Er will ihn nicht mit einem Schlag töten. Ich versuche hier nur ein realistischeres Szenario aufzubauen. rein. Er kann ihn mit einem Schlag töten, oder? Die zimmern ganz schön Nur mit rein. sehr viel Glück. Ich habe vergessen, dass die eine Rüstung haben. Also der hatte nur 4 Schaden Ah. abgekriegt. Aber der Und er hat auch andere, 4 der Schaden gemacht gerade. Der Druide kann sich nicht verteidigen, hat eine Rüstung, er kriegt 3 Schaden. Die liegen hier praktischerweise noch rum. Oh, wie praktisch. Das war's. Du bist dran.
Und jetzt hat sie die Chance, hier aus diesem ganzen Feuer rauszulaufen. Er hat ein Blendlicht. Lauf mit ihr da raus. Und dann kannst du sie vielleicht tatsächlich noch hier in diesen Raum bringen. Dann hast du hier drei Player. Das wird doch funktionieren. Ja, ja, okay, danke für den Tipp. Also ich laufe da weg. Mhm. Eins. Das geht nicht. Ah. Das ist eine Linie. Nein. Aber du kannst ja hier lang. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und da bleibt sie stehen. Richtig? Und da bleibt sie stehen, denke ich, ja. Und jetzt schießen beide auf ihn. Der erste macht 4 Schaden. Mhm. Man merkt schon, wie Maike mir hilft, ja, 4 Schaden. Wenn die einfach eine coolere Mission haben. Du willst einfach eine coole, du willst einfach dramaturgisch besser spielen, mhm, ja. Und der zweite. Habe ich die Rüstung in Rechnung? Nee, hast du nicht. Okay, hier, weg damit. Ja. Das sind 3, 4, 5 Schaden. 2 Rüstungen, 3 Rüstungen, also 2 Schaden. Kriege ich noch einen bitte? Dankeschön. Aua. Und dann waren das auch meine Wächterdrücken. Du bist dran. Dann ist er wieder dran. Mhm. Ja, gut, er geht dahin. Ja, sticht ihn ab. Und sticht ihn ab. Er hat keinen Marker mehr. Warte, warte, warte. Ich habe eine Fähigkeit. Natürlich. Eine Rebellenfigur kann Verbesserungsmarker in den Spielbereich befreundeter Figuren nutzen, die innerhalb von 3 Feldern zu ihr stehen. Ich habe auch vergessen, dass ich hier 2 Marker verteile. Und ich stehe innerhalb von 3 Feldern zu ihr. Das heißt, ich nehme den hier und haue ihn drauf. Und das sind 4 Schaden. 4 Schaden. Oh. Er hat noch 2 Lebenspunkte. Ich habe noch einen Druiden. Oh, warte, der Druide gibt automatisch noch einen Schaden drauf, wenn er neben ihm steht. Er hat noch einen Lebenspunkt. Und jetzt ist der Druide dran. Und der Druide macht 5. Der ist tot. Und jetzt kann eine beliebige Figur von dir damit interagieren, um diesen Einsatz abzuschließen. Jetzt schon? Also ich bin ja mit keiner Figur dran, die was ja, machen könnte. Ja, aber ab jetzt wäre das möglich. Okay, also er hat noch eine Aktion, aber es wären 2 Aktionen für ihn, mit was zu interagieren. Hm. Schade für ihn. Ja, das hätte dir gefallen, ne? Mhm. Aber er ist dann nicht mehr dran, diese Runde. 1, 2, 3... Richtig. Du manipulierst, behauptet Bastian Kruger im Chat. Manipuliere. Aha. Jetzt habe ich Sichtlinie von hier aus. Ja. Das heißt, diese Drohne schießt nochmal, um es spannend zu machen. Um es spannend zu machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Schaden und ein Blitz. Das ist jetzt wirklich spannend, weil du mich damit tatsächlich töten kannst. Was dir gelingt. Ich mache damit 2 Durchschlagen. Ja. Dann sind das 5 Schaden. Und das reicht? Dann ist sie weg. Dann hast du gewonnen. Dann habe ich gewonnen. Das ist das erste Mal in dieser Kampagne, dass ich gewonnen habe. Ich dachte, du wolltest hier eine bestimmte Szene. Ihr habt euch da gerade eben noch hingeschleppt. Ihr habt ihn besiegt. Es ist alles so, ihr seid auf dem letzten Zahnfleisch und dann kommt dieser Druide um die Ecke. Das ist ja dramatisch, tragisch. Ihr seid verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 Schaden hast du gesagt. Mhm. Sie hat keine Rüstung. Nur um sicher zu gehen. Weil es geht jetzt um einen Lebenspunkt. Was ist, ne? Kann das Schmerzmittel dir irgendwas bringen? Nee, das ändert nichts daran, dass ich. Es macht mich nur besser, wenn ich verwundet bin. Nee, es gibt nichts, was mich retten kann, sozusagen. Das ist jetzt deprimierend. Jetzt habe ich euch 2 Stunden zugeschaut, ja, wegen dieser. Und ich gewinne, ja? Ja. Warum ist das deprimierend? Die Leute wollen nicht, dass du gewinnst. Was bitte? Sonst ist das immer du bist das, was ich. Pass bloß auf, sonst schwenke ich auf dich. Ja, und dann kann ich leben. Wenn ich den Absatz. Ich bin ungeschminkt. So sehe ich aus. Bin nach einem langen Arbeitstag. Ihr seid verloren, verwirrt und blutig geschlagen. Resigniert greift ihr nach euren Comlinks und bittet die anderen Teammitglieder, euch abzuholen. Mittlerweile bezweifelt ihr, dass ihr das Artefakt finden werdet, bevor Maul und Zarin ihre Pläne in die Tat umsetzen. Ich erhalte Maul als Schurken und einen Einfluss. Damit kann ich mir das kaufen.
du kriegst 50 Credits plus 25 hierfür, glaube ich, oder 50, sagen wir 50, also 100 Credits. Aha. Und ich kann jetzt entscheiden, das ist auch neu in dieser Ja. Kampagne, dass der imperiale Spieler auch entscheiden kann, wie es Wenn er weitergeht, gewinnt, wenn er gewinnt. okay. Ja. Der imperiale Spieler muss entscheiden, ob er sich direkt auf die Suche nach dem Artefakt begeben oder die Helden auf eine falsche Fährte locken will. Je nachdem bringe ich unterschiedliche Einsatzkarten ins Spiel. Und damit wird dann entschieden, was als nächstes passiert. Was wäre denn passiert, wenn wir jetzt diesen einen Knopf noch gedrückt hätten? Ihr sprengt den geheimen Zugang zum Versteck der Zielpersonen auf. Darin findet ihr weder Zarin noch Maul, aber ein Protokoll über ihre Verhandlungen und Transaktionen. Eine Kostprobe der verkauften Informationen beweist, dass es tatsächlich um das Fragment der Kugel von Bardotta ging. Ein Fachmann wäre vielleicht in der Lage, daraus den Standort des Artefakts zu ermitteln. Andererseits könntet ihr euch auch an die Fersen von Maul und Zarin helfen, heften. Dann müsstest du dich entscheiden, ob du mit dem Jedi-Historiker reden willst, der dir dann hilft, herauszufinden, wo das Artefakt ist, oder ob du Maul und Zarin verfolgst. Oh, Nico schmollt. Ein bisschen. Weil ich einmal gewonnen habe. Ja, aber Beim ausgerechnet, fünften ausgerechnet Einsatz. das, die Mission, die wir gestreamt haben. Dabei ist das, das ist jetzt total unbefriedigend, weil sie Ja, so, war ja auch echt lang und. Naja, ich gönn's dir ja. Also ich als Mensch, ja. So ganz abgesehen von den Geschehnissen in der Star Wars-Galaxis, gönnt ihr das, aber ich finde es halt natürlich innerhalb wäre dieser das nicht Erzählung, Elite gewesen, finde wäre ich sie es. nur bis hier gekommen und hätte keine Sichtlinie gehabt, aber leider war es eine Aber wir Elite-Drohne. haben auch wieder so viel falsch gemacht und vergessen, dass dieses Ergebnis. Also Inu. gehe immer davon aus, dass die Dinge, die ich vergesse und die Dinge, die du vergisst, sich Sich irgendwie ausgleichen, ja. ausgleichen Ich habe gegenseitig. zum Beispiel eine Karte nie eingesetzt hier, die mir mehr Schaden gibt. Okay. Also, passt das wohl, glaube ich. Die Kamera ist ja immer noch auf mich gerichtet. Dann würde ich sagen, sag ich mal, gute Nacht. Schlaf gut. Vielen Dank, dass ihr noch dabei wart, an die durchgehalten haben. Hallo und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, an die, die zwischendurch ins Bett gegangen sind und das jetzt noch nachträglich zu Ende gucken, falls ihr das tut. Und ich habe keine Ahnung, um welche Uhrzeit das die Leute gucken, die es einfach nur so gucken. Das war jetzt sehr umständlich. Auf jeden Fall macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.